Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Sonntagmorgen. Ja, was soll ich sagen? Und wir müssen noch eine Runde einpacken, denn mein Video steht noch aus. Und warum das heute erst so spät erfolgt, verrate ich euch auch gleich, wenn du dranbleibst. Und dann erzähle ich euch die ganze Geschichte. Bevor ich euch die Geschichte aber erzähle, schnappen wir uns mal irgendeine Bestellung. Also, hier haben wir eine Kiste, hier sind 4 Bestellungen, da sind Stifte drin. Das heißt, zum Ende des Videos bekleben wir noch ein paar Stifte. Ich mit euch, und dann schauen wir mal, was wir da für Sachen haben. Es sind 4 Bestellungen, die packe ich allerdings dann danach separat ein, ganz für mich, ohne euch. Aber ich beklebe mit euch die Stifte, weil ich glaube, das ist auch ganz interessant. Und die anderen Bestellungen, die habe ich hier, das sind 5 Bestellungen. Also 5 Bestellungen plus noch 4 Stiftebestellungen. Und ich denke, das, ja, fangen wir dann einfach mal an. Und dann kann ich euch nebenher einfach die Sachen erzählen, die ich noch so auf dem Herzen habe. Also fangen wir mal mit der Bestellung an. Und zwar haben wir hier einmal ein komplett Sticker, Sheets und Legenden ohne Steine. Und wir haben noch einmal die 2 Cupcakes, die ja auch neu im Shop sind. Die 2 Release-Papiere. Einmal 81, einmal 82. Hätte ich keine Nummer draufgeschrieben. Ich wusste die nicht mehr. Ich habe sie nur ausgedruckt, fertig gemacht und habe die Nummer nicht draufgeschrieben. Könnte ich aber jetzt mal machen. Stift. Schreiben wir die 82 noch drauf. Das heißt, wenn einer von euch was nachbestellen will und er sucht, dann sucht bitte unter der Nummer 82. Und ja, das war's tatsächlich schon. Und einmal Release-Papier als Goodie. Schau mal. Zack. Und für wen ist die Bestellung? Das verrate ich euch auch. Und zwar ist das die Bestellung für die liebe Jacqueline. Und sie hat mir noch geschrieben, die Sticker sind super. Daher diesmal das ganze Set. Also sie hat wahrscheinlich nochmal schon vorher, ich kann es leider nicht nachgucken. Also habe ich auch nicht gemacht. Aber wahrscheinlich hat sie vorher nochmal die Sticker bestellt oder eins mal zum Ausprobieren und hat dann gesagt, okay, komm, ich bestelle mir das ganze Set. Finde ich super, super süß. Und ja, auch ohne Steine ist natürlich super für eure Reststeine. Wenn ihr runde ABs noch von irgendwelchen Painting-Bildern übrig habt oder von irgendwelchen Anhängern noch die Strasssteine oder so, schmeißt die nicht weg. Sortiert euch die nach Farbe am besten, sodass ihr dann pro Farbe so ein Tütchen habt oder ein kleines Döschen oder so. Und dann könnt ihr die super gut für die Sachen verwenden. Ne? Also man kann jetzt hier sehen, hier kommen jetzt zum Beispiel graue Steine oder weiße Steine hin. Hier kommen dann rote Steine hin. Hier kommen dann weiße Steine hin und schwarze Steine und so ein bisschen orange. Also dann könnt ihr dann auch selber schauen, was ihr macht. Oder hier könnt ihr dann auch gucken, was ihr hier reinmacht. Weil das ist ja... Tatsächlich könnt ihr ein Hellblau nehmen, Dunkelblau und hier vielleicht noch so ein Pink. Oder ihr nehmt hier so einen Lila-Ton und hier so einen Türkiston und hier könnt ihr theoretisch auch einen Weißton nehmen. Also da könnt ihr tatsächlich eure Fantasie auch freien Lauf lassen. Bei vielen Geschichten könnt ihr auch ein bisschen mit den Farben variieren. Da müsst ihr euch nicht an die Farbvorgaben halten. Aber für die, die gerne ihre Reststeine mit Farbe verwenden möchten, für die gibt es dann natürlich auch die Sheets mit den Nummern drauf. So, das ist einmal... Das eine, und tatsächlich brauchen wir da gar keinen großen Karton, weil die Jacqueline hat sich gar nicht mehr bestellt. Reicht ja auch. Das ist halt schon eine Menge. Und das packen wir jetzt auch einfach in so einen schicken kleinen Karton. Und ich kann euch auch sagen, warum ich heute so spät dran bin. Ich bin gestern Morgen richtig gut entspannt aufgewacht, habe mit der Belli noch im Bett gekuschelt und habe dann irgendwann gesagt, komm Belli, wir müssen ein bisschen was machen. Ja, die Belli hat die Frühstück gekriegt. Ich habe mir auch Kaffee geholt und dann habe ich gedacht, ja, Küt. Die Post bringt mir heute sowieso Pakete. Das wusste ich, weil noch 2 Pakete in der Pipeline hingen. Und da habe ich gedacht, naja gut, dann packe ich morgens halt einfach noch ein paar Kartons, ein paar Päckchen von euch und dann kann die Post die ja direkt mitnehmen. Ja, was ich nur nicht gedacht habe, ist, dass von meiner Autowerkstatt, dass mir das Auto gebracht wird, beziehungsweise derjenige kommt dann mit dem Auto her und ich muss den dann wieder wegbringen. Damit das mit der Übergabe funktioniert. Und das Problem war allerdings nur, dass das Auto kam um 10:30 ungefähr und die Post war 10:30 noch nicht durch. Ich hatte zwar schon jede Menge Sachen gepackt,
Aber die Post war noch nicht da. So, und jetzt ist das Problem, dass die Post ja irgendwann kommt und ich weiß ja nicht, wann sie kommt. Und theoretisch ist es auch so, dass die Post nicht immer klingelt und manchmal halt einfach die Sachen nur in meine Postbox abstellt. Und dann natürlich, selbst wenn ich auch nicht weiß, okay, dann hat sie die da abgestellt und dann kann ich auch nichts mitgeben, weil es war für Samstag auch nichts angemeldet, weil ich noch nichts fertig gepackt hatte. Weil ich mir gedacht habe, komm, ich mache das alles für Montag fertig und Montag kann die Post dann eine ganze Rutsche abholen. Ich hoffe, das ist nicht wie letzte Woche Montag. Da ist nämlich Montag leider irgendwie keiner vorbeigekommen. Weil diejenige, die am Dienstag dann bei mir die Sachen abgeholt hat, die ist auch am Montag gefahren, aber sie hatte keinen Abholauftrag. Der Abholauftrag muss bei irgendjemandem gelandet sein, der halt nicht abgeholt hat. Ja, dankeschön. Ist ein bisschen blöd, aber passiert halt. Deswegen, normalerweise wird Montag schon abgeholt, aber wenn die Personen den Abholauftrag nicht an ihrem System haben, ist das Ganze ein bisschen schlecht. Naja, und jedenfalls kam derjenige dann mit dem Auto vorbei und ich kann ja schlecht sagen, ja nö, lass uns erstmal warten, bis die Post durch ist, sondern das ist natürlich dann schon, ja, dann bringst du denjenigen natürlich weg und genau in der Zeit ist die Post gekommen. Ich denke so, na super. Also die haben dann die Sachen auch in meiner Postbox abgestellt, was ja auch okay ist, aber ja, ich konnte halt natürlich da nichts mitgeben, ne? Das ist halt natürlich blöd, aber da kannst du ja nichts machen, das ist halt einfach so. Also das ist halt höhere Gewalt. Also da kann ich halt auch nichts machen, leider. Ne? Und deswegen, die müssen dann leider doch alle erst Montag raus. War ja zwar auch eigentlich ursprünglich so geplant, aber es hätte halt Samstag noch gut klappen können. Aber nein, mein Auto sollte ja nämlich eigentlich auch schon am Freitag wieder da sein, weil musste noch durch den TÜV. Und da der TÜV hat noch ein paar Kleinigkeiten gefunden, beziehungsweise eine Kleinigkeit, die habe ich dann noch direkt machen lassen. Und ja, was soll ich sagen? Dann fragte er mich, ob es okay ist, dass ich am Samstag das Auto wieder kriege. Ich so, ja, kein Problem, ja. Und am Samstag habe ich dann gedacht, scheiße, wenn mein Auto jetzt gestern schon da, dann hätte ich mit der Post das schon mitgeben können. Aber es ist halt, wie es ist. Na gut, so ist es halt. Aber kann man nichts machen. Ist aber auch nicht, ist es tatsächlich echt nicht schlimm. Also, ja, ist natürlich jetzt blöd, dass jetzt am Samstag dass bei mir die Pakete noch unten stehen. Das ist viel schlimmer. Aber so geht es Montag raus. Ne? Ist Montag dann ein bisschen mehr zu mitnehmen. Kann ich dann aber leider auch nicht ändern. Ich muss gleich aber nochmal Verpackungschips holen, weil ich habe alles Mögliche hier oben aufgefüllt gestern noch. Ne? Also soweit, ich habe jetzt dann nicht nur gepackt und habe dann gedacht, ja komm, dann, ich wollte nämlich gestern Abend oder Nachmittag eigentlich noch weiter packen. Und was war denn noch? Genau, denn ich muss ja mein Handy auch immer aufladen. Das ist ja auch mal das eine. Dann war ich natürlich mit dem Einpacken, damit er die abholt, auch bis 10:30 beschäftigt. Also ich bin kurz vorher fertig geworden. Nee, da war ich noch mitten dabei. Nee, da war ich fertig. Da war ich mit der ersten Rutsche schon fertig. Genau, 10:30 war ich mit der ersten Rutsche schon fertig. Und dann kam der ja wegen dem Auto. Und naja, dann ist halt nichts mitgenommen worden. Und dann war ich auch erst... wann war ich denn wieder da? 11:30 war ich wieder da, weil ich habe noch... wir haben noch zwar zwischendurch was anderes angeguckt. Der hat mir noch was gezeigt. Und dann war ich 11:30 erst wieder da. Und ich weiß nicht. Irgendwie lief das da nicht. Und dann wurde es auch immer später. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt das Video drehe, wann soll ich euch das dann online stellen? Dann ist es 18 Uhr online. Ich hatte noch ganz viele Sachen nicht vorbereitet. Ich musste noch mal Seidenpapier schneiden. Ich musste noch ein bisschen die Sachen vorbereiten, zusammensuchen und so weiter, damit ich halt auch weiß, was ich filmen kann. Da war ich nämlich übrigens damit gerade zu Gange, zu gucken, was ich für euch einpacken kann und so weiter und so fort. Was ich noch packen kann, was ich einpacken kann. Naja, und dann wurde es halt immer später und dann habe ich gedacht, ach komm, ich bereite jetzt noch so weit, wie ich habe, alles vor für morgen. Außer, dass ich vergessen habe, die Dinger hier mit hochzunehmen. Ich habe unten noch einen ganzen Sack voll. Ich habe die vergessen, einfach aufzufüllen. Und dann filme ich das heute Morgen. Ja, heute Morgen ist natürlich immer so, über Nacht ist natürlich mein Handy immer leer. Jetzt musste mein Handy erstmal kurz wieder aufladen. Und die Belly hat auch schon was zu frühstücken gekriegt. Die hat heute mit mir auch heute Morgen schon gekuschelt. Ganz, ganz lieb. Das ist so lustig. Momentan haben wir einen guten Weg gefunden, wo wir beide miteinander glücklich kuscheln können. Ja,
Sie, weil sie nicht so viel angefasst wird und ich, weil sie dann halt bei mir liegt. Mein Mom, mal hin und wieder liegt sie noch am Fußende, finde ich aber nicht so gut, weil wenn ich mich bewege, muss ich immer krass mit den Füßen aufpassen. Und jetzt hat sie es so, dass sie es schafft, manchmal sich neben mich zu legen. Und dann kuschelt sie mit ihrem Arsch an meiner Hüfte oder am Popo, je nachdem, warum ich mich drehe. Und dann kann ich dann an der Seite, die dann immer, also müsst ihr vorstellen, das ist mein Bein. Isabella liegt daneben und ich kann dann hier immer so kraulen. Und ihr glaubt ja wohl nicht, dass der Kopf da ist. Nein, da ist der Kopf. Ne? Sie liegt also mit dem Arsch zu mir und mit dem Kopf weg von mir. Und dann kann ich sie dann immer so ein bisschen krabbeln und das ist auch mal ganz gut. Aber, wehe dem. Ich komme ihrem Bauch zu nah. Unterm Bauch krabbeln mag sie gar nicht. Also sie lässt sich unterm Bauch anfassen. Wenn es denn sein muss, ist es auch okay. Aber dass wenn sie so bequem liegt, dass ich dann sagen kann, ja komm her, ich krabbel dich unterm Bauch, so wie es manche Katzen halt gerne haben. Das mag sie nicht so. Da ist sie nicht so der Freund von. Tatsächlich. Aber es ist auch okay. Also es muss ja auch nicht sein. Also wenn sie sagt, sie will nicht, dann will sie nicht. Manchmal lässt sie mich aber auch. Aber es ist nicht so, dass ich zum Beispiel, wenn ich unterm Bauch jetzt irgendwie kämmen muss oder so, dann nehme ich sie mir und dann kämme ich sie auch unterm Bauch. Das ist dann auch okay. Ne? Also ohne viel Theater, das lässt sie sich auch gefallen. Die mobbert da auch nicht rum oder kämpft mit mir oder so. Sie sagt dann, ja Gott, komm, mach hin. Mach schneller. So nach dem Motto, mach schneller. Die Bestellung für die Jacqueline ist tatsächlich schon eingepackt. Schaut mal, beim Quatschen eingepackt. Aber bevor wir weitermachen, muss ich jetzt doch nochmal nach unten latschen. Und nochmal hier Dinger holen. Sonst können wir nicht mal weiter einpacken, weil wir haben noch ein paar andere Kleinigkeiten, wo wir die Chips ganz gut gebrauchen können. Ja, meine Kiste ist leer. Was soll ich sagen? So, bin wieder da. Habt ihr gar nicht gemerkt, dass ich schnell weg war, ne? Musstet ja auch nicht lange warten. Es geht ja auch echt fix, fixi foxy. So. Oh, es ist immer noch warm. Leute, was soll ich euch sagen? Es ist immer noch warm. Wir machen mit der Bestellung ganz zum Schluss weiter, weil ich da einen größeren Karton brauche. Und ich tatsächlich noch nicht weiß, welchen ich da nehmen soll. Wir haben hier nämlich zweimal große Magnetboxen und ein Stiftecup. Machen wir erstmal hier weiter. Oh nee, oh doch. Machen wir mit der Bestellung zuerst weiter. Ja, mit der machen wir weiter. Und zwar ist das die Bestellung für die liebe Liane. Auch sie hat sich eine Bestellung über YouTube gewünscht. Und da schauen wir mal. Oh nein, oh doch. Oh nein, du doch. Ich habe gerade gedacht, die Liliane möchte nämlich ein Mini-Magnet haben und ich habe gedacht, ich habe keine mehr. Habe ich doch. Aber was habe ich nicht? Mir sind meine Kärtchen ausgegangen. Also die Flyer sind mir ausgegangen. Also ich habe welche, aber die noch nicht nachgefüllt. Ich habe letztens runde AB-Steine nachgefüllt, eckige AB-Steine. Und ich habe auch noch was Neues, da ihr mir nicht so fleißig geschrieben habt, was ihr als nächste AB-Goodie-Farbe haben wollt, habe ich das genommen, was mir geschrieben wurde. Und ich habe mich für einen Beige-Ton entschieden. Das heißt, wenn wir mit der Farbe durch sind, dann gibt es einen Beige-Ton. Und ich glaube, der ist auch cool, weil ihr den auch sehr, sehr viel austauschen könntet, wenn ihr die Farbe habt. Puh, machen wir mit der Liane weiter. Was haben wir denn hier? Also, wir haben einmal die Halterungen. Und bei den Halterungen habt ihr auch echt zugeschlagen. Da sind auch nicht mehr viele da. Und ich muss noch ein paar Bestellungen packen, ehrlich gesagt. Aber die hingen alle noch ein bisschen auf Schleife, weil ganz viel Release-Papier bei den Bestellungen dabei war. Und ich immer erst gucken musste, was ich fertig habe, was muss ich noch schneiden. Und das dauert halt noch ein bisschen. So, was haben wir noch? Kleinen Karton. Haben wir einen kleinen Karton? Haben wir hier sogar hier. Also einen kleinen Karton, weil wir nämlich kein Bild dabei haben, nichts, gar nichts. Die Liane hat sich nur einmal die Halterungen bestellt. Ein Cutterpen in Lila mit so einem, wie so ein Kugelschreiber. Eine gebogene Keramikpinzette. Da mache ich noch einmal den Verschluss drauf. Und ich habe mir übrigens was Neues überlegt. Aha, für diejenigen, die doppelt und dreifach bestellt haben. Ihr werdet es wahrscheinlich schon gemerkt haben, dass ihr jetzt trotzdem Post bekommt. Ich werde das jetzt umstellen. Ihr werdet keinen Versandgutschein mehr bekommen, sondern ihr werdet einen Shop-Rabatt bekommen von 5,49 Euro. Die meisten, liegt von der Bestellung oftmals Kröte drüber. Also 5,49 Euro
Also wer jetzt nur, klar, wer jetzt nur irgendwie ein Magnet bestellen will oder so, für den ist es natürlich, aber in der Regel macht das von euch keiner. Zumindest nicht die, die überhaupt einen Rabatt kriegen, die nehmen dann die 5,49 €. Ich stelle euch keinen versandkostenfreien Gutschein mehr ein, sondern einfach 5,49 € Rabatt. Den könnt ihr dann ganz normal einlösen und entsprechend reduziert sich dann der Warenwert und dann kommt der Versand noch oben drauf und dann ist es auch egal, ob jetzt nur so rum oder so rum. Aber ihr bekommt dann zu der Bestellung, wo ich euch den Rabatt gewähre, einen Gutschein. Der heißt dann zum Beispiel 1453 beispielsweise und dann würdet ihr da die 5,49 €, da müsst ihr als Gutschein die Nummer eingeben und dann kriegt ihr das abgezogen. Aber auch diese Sachen sind für euch personalisiert, weil es ja nur eure Bestellung ist. Okay, die Bestellung, Keramikpinzette kommt noch dazu. Und dann hat sie sich einmal noch Galaxy Love ausgesucht. Das ist einmal Release-Papier und das kommt jetzt hier rein. Und Mini-Magnet habe ich auch. Der ist hier. Da kriegst, guck mal, du kriegst so einen kleinen süßen Marienkäfer, einen rot-weißen. Und wir brauchen einmal das, wo ich das hier reinpacken kann. Ich habe eine Idee. Ihr werdet es schon gesehen haben, in letzter Zeit kriegt ihr öfter mal solche Tütchen. Ich finde die super. Und da packe ich auch jetzt alles rein. Alles, was wir brauchen, kommt hier rein. Wer kann sich an die Tütchen erinnern? Genau, das sind nämlich die Tütchen vom letzten Adventskalender, vom letzten Jahr. Oh, falsch rum. Ich muss das Ganze einmal andersrum einpacken. So rum ist es besser. Ich hatte nämlich die Tütchen noch offen und dieses Jahr im Adventskalender gibt es andere. Also welche, die ein bisschen mehr weihnachtlich sind. Aber letztes Jahr hatte ich auf die Schnelle nichts gefunden. Da war das ein bisschen schwierig, da was Passendes zu finden. Und ich habe für dieses Jahr schönere Tütchen und deswegen kann ich die Tütchen jetzt benutzen, um eure Bestellungen einzupacken, was ich sehr cool finde. Und das macht mir das Leben nämlich ein bisschen einfacher. Alles in die Tüte rein. Alles schön einpacken, sodass halt auch nichts durch die Gegend schwirrt. Und dann kann das nämlich so zu euch. Und dann kommt noch ein bisschen Verpackungsmaterial drauf. Und das sieht doch auch schick aus. Was sagt ihr dazu? Wie gefällt es euch? Die ein oder andere werden das schon bekommen haben. Tatsächlich so in der Tüte. Und ich finde das super, super schön. Und ja, ist mal was anderes. Also ich werde nicht auf das Seidenpapier verzichten, aber hin und wieder, wenn das passt, nehme ich ganz gerne die Tütchen, weil es ja ein bisschen einfacher ist. Ne? Da bin ich nicht so lange bei, als mit dem Seidenpapier, das einzupacken und verpacken mit Bekleben, Verkleben und so weiter. Das ist so ein bisschen einfacher. Aber ihr habt gesehen, bei der Liane beim Paket habe ich Seidenpapier genommen, weil das einfacher ist. Also ich gucke, wie es mir am einfachsten mache und dann kriegt ihr das schön verpackt. Ne? Ob jetzt nur mit rot-weißem Papier, mit schwarz-weißem Papier oder mit weißem Papier. Das ist völlig wurscht. Ich finde, Hauptsache es ist gut verpackt und ja. So. Im Übrigen, apropos 35 Slotboxen, ich habe noch 6 Stück eingestellt. Ich habe tatsächlich noch ein paar gefunden, aber das sind wirklich aktuell die letzten Reste, bevor die neue Ware kommt. Und wann die kommt, weiß ich noch nicht. Die ist bestellt, die ist unterwegs, aber das dauert. Und deswegen, wenn ihr noch eine 35er Slotbox auf die Schnelle braucht oder sagt, ach, ich brauche eh nur 2, super, perfekt, dann könnt ihr euch die schnappen. Und was ihr dann im gleichen Zug noch mitnehmen könnt, ist das neue Washi-Tape. Ja, ich weiß, einige von euch haben zum Schuh geschaut. Ihr müsst es aber jetzt bitte nicht. Also ihr müsst jetzt nicht in den Shop rennen und sagen, ah, Washi-Tape, bevor es weg ist. Sollte genug da sein. Ihr könnt das auch ganz bequem bei der nächsten Bestellung einfach mitbestellen. Ne? Also ihr müsst da jetzt nicht losrennen und das jetzt extra bestellen. Könnt ihr natürlich machen, wenn ihr sowieso noch was im Warenkorb hattet, was ihr sagt, ach komm, ich habe eh nur noch auf das Washi-Tape gewartet und dann kann ich das einmal in der Rutsche bestellen. Dann ist es okay, aber ihr müsst jetzt nicht wegen dem Washi-Tape extra bestellen. Wenn ihr sowieso noch mal irgendwann was anderes bestellen wollt, dann könnt ihr das auch zusammen machen. Nur so viel dazu. Da müsst ihr euch jetzt nicht beeilen oder euch da irgendwie sagen, oh, bevor es weg ist. Nein, so schnell wird es nicht weg sein. Da habe ich ein bisschen was da, weil auch da ist es halt so, ich kann nicht nur 10 Washi-Tapes bestellen. Das könnte man wahrscheinlich irgendwo machen, aber ich glaube, dann würde so ein Washi-Tape, so eine Rolle mit 10 Meter, weiß ich nicht, was würden die dann kosten? 2-3 €?
Und das ist ja aktuell mein Verkaufspreis, ne? Also die Künstler-Washi-Tapes, die liegen bei 2,95 und die anderen liegen bei 2,50 €. Genau. So. Und ja, sie sind sehr, sehr schön. Ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Ach, apropos, ihr werdet sehen. Wisst ihr, was ich noch überlegt habe? Ich wollte euch noch zeigen, was man mit diesen Farbverlaufs-Washi-Tapes machen kann. Das Problem ist nur, ich habe kein Bild, wo ich euch das zeigen kann. Ich sage euch jetzt ein, passt mal auf. Es wird noch ein Upkitting-Video kommen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das mit dem Washi-Tape richtig geil funktioniert, weil ich habe mir ja für mein Washi-Tape zum Beispiel sowas noch organisiert, ne? So kleine Aufkleber in 3D. Und ich habe mir nämlich überlegt, dass wenn man das Washi-Tape mit dem Farbverlauf nimmt, wenn ich es denn finde. Wo ist mein Blatt mit dem Washi-Tape, mit dem Farbverlauf? Wo ist es? Da. Das da. Dann könnte man nämlich zum Beispiel auch hier, wo die blauen Felder sind im Eis, ne, so im lila-grünen Bereich, da könntet ihr zum Beispiel so kleine Pinguine aufkleben. Da könntet ihr euch das selber verzieren. Es gibt ja auch so Nagelsticker, die flach sind, also wirklich wie normale Aufkleber, aber in so ganz, ganz mini. Und ihr könntet euch das selber bekleben, wenn ihr möchtet, ne? Also ihr könntet so 3D-Effekte nehmen. Die hatte ich mir jetzt mal mitbestellt. Oder ihr habt so ganz flache Aufkleber und dann könnt ihr euer Washi-Tape selber noch verzieren und das so ein bisschen anpassen, wenn ihr denn möchtet. Es ist natürlich keine Pflicht. Ihr könnt das auch einfach als schickes Farbverlauf-Washi-Tape nehmen. Aber ich finde es sehr hübsch. Ich finde es sehr hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. So. Hier muss ich jetzt noch die Nummer draufschreiben, sonst weiß ich hinterher nicht mehr, wo das Paket hingehört. Und die Liane kriegt dann irgendein Paket in ein anderes. Und denkt sich so, hä, das habe ich doch gar nicht bestellt. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich, dass derjenige, der was bestellt hat, auch das bekommt, was er bestellt hat. Und nicht irgendwas anderes. So, das ist schon mal schick. Wir haben jetzt zum Beispiel zwei leere Bögen. Die packe ich auch mal auf die Seite. Und dann können wir weitermachen. Wir machen mit der Bestellung weiter. Und das ist eine Bestellung für den lieben Christopher. Der hat mich auch schon angefragt, was mit seinem Paket ist. Christopher, dein Paket hat noch gedauert, weil ich musste das Releasepapier schneiden. Ich hoffe, du siehst das. Und deine Bestellung ist nicht verloren gegangen. Er geht auch Montag mit raus. Hatte ich dir auch schon geschrieben. Und du wolltest, dass es gerne bei YouTube eingepackt wird. Erstens muss ich mal gucken, wie ich das mit dem YouTube schaffe. Und natürlich auch das Releasepaper schneiden. Das heißt, ich glaube, bei dem musste ich das schneiden und das. Ich glaube, der Flamingo lag, den hatte ich schon gesagt, sogar schon, aber die Erdbeeren, die waren leider nicht da, die musste ich erst schneiden. Und zwar hat der liebe Christopher sich einmal die Buchstaben mit der Variante 1 bestellt. Es gibt drei verschiedene Varianten, die sind ein bisschen unterschiedlich, was die Farben angeht. So ganz leichte Unterschiede haben die einen ein bisschen kräftiger, die anderen ein bisschen zarter. Und der Christopher hat sich die Variante 1 ausgesucht, da sind auch Aufsätze mit bei. Und das kriegt der Christopher einmal und dann hat er sich noch Release Paper ausgesucht und zwar einmal die Erdbeere, einmal nochmal eine Erdbeere, aber in heller und einmal den Flamingo. Und der Christopher hat sich nicht ausgesucht, was er gerne noch haben wollte. Jetzt ist natürlich das Schwierige, Christopher, was mache ich mit dir? Hast du für dich selber eingekauft oder für jemand Fremdes? Ich weiß es nicht. Weißt du, was ich aber mache? Dadurch, dass es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, dann abzuschätzen, weil ich würde dir gerne nämlich AB-Steine einmal mit einpacken, aber ich weiß nicht, klebst du lieber rund, klebst du lieber eckig? Und deswegen wird es ein Überraschungspäckchen mit Release-Papier, weil du hast eh schon Release-Papier bestellt und vielleicht ist ja da was Cooles drin, was dir vielleicht auch gefällt. Und das Ganze können wir jetzt auch einpacken. Und zwar brauche ich jetzt wieder einen kleinen Karton. Einen kleinen Karton. So, einen kleinen Karton habe ich leider nicht. Ich muss einen kleinen Karton holen. Ich habe keinen mehr hier. Zwei kleine Kartons brauche ich. Für die nächste Bestellung nehme ich auch noch mit. Da bin ich auch schon wieder. Mit zwei kleinen Kartons. So. Und auch hier machen wir es wieder einfacher. Boah, ich habe irgendwas im Hals. Hört ihr das? Das ist so voll das Kratzen. Frosch im Hals. Der Frosch will nicht raus. Und ich weiß nicht, woran das liegt. So. Soll man ja eigentlich nicht machen, das ist eigentlich nicht gut für die Stimme, aber gut. Das Releasepapier kommt einmal zusammen in die Tüte rein. Ich liebe die Tüten zum Verschicken.
ich kann es euch echt nur sagen, das ist so praktisch, das ist so cool. Der Stift passt da nämlich auch noch rein. Und dann können wir das nämlich zumachen. So, und dann kannst du das schön aufmachen. Ist doch süß, oder? Ist das nicht süß? Doch, ist cool. Ich finde das total hübsch. Und das Coole ist, die passen da halt perfekt in die Kiste rein. Die passen da halt perfekt rein. Was soll ich denn sagen? Ich kann halt so sagen. So, jetzt einmal ein paar Flocken rausholen aus der großen Kiste. Und ich muss gucken, dass... Weil momentan ist da so viel drin, dass wenn man da reinfassen würde, man erstmal die ganzen Flocken durch die Gegend schmeißt. So, dann können wir das einmal zumachen. Und dann, lieber Christopher, geht dein Päckchen auch am Montag endlich raus. Und ich hoffe, du freust dich über die Sachen. Guck mal, da wackelt auch nichts mehr. Alles gut verstaut. Ganz viel Freude mit den Sachen. Und wenn du mal einen anderen 3D-Stift ausprobieren willst, dann bist du herzlich eingeladen, bald mal wieder bei mir shoppen zu gehen. Oder auch mal zu gucken, denn ich habe noch eine gute Nachricht. Es kann bald wieder losgehen mit dem Drucken. Aber nicht, weil der alte Drucker heile ist. Nein. Ich habe was gemacht, was ich eigentlich nicht machen wollte. So. Und zwar habe ich mir einen neuen Drucker gekauft. Ja. Den gleichen nochmal. Ich habe auch das Ersatzteil am Samstag bekommen. Das habe ich aber noch nicht getauscht. Das muss ich in einer ruhigen Minute machen, wenn es mir auch gut geht, wenn ich gut drauf bin, weil ansonsten... Das ist momentan so frustbehaftet, das könnt ihr euch nicht vorstellen und ich will halt nichts kaputt machen. Vielleicht bringe ich den Drucker auch weg. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Ich bin mir noch sehr, sehr unschlüssig, was ich mit dem Drucker machen soll. Aber ja, also wie gesagt, aber dann ist der andere Drucker erstmal da. Der ist auch schon soweit eingerichtet und verbunden. Der hat auch schon das neue Update gezogen. Und den muss ich jetzt nur noch... eben einmal fix die Programme oder die Daten draufladen und gucken, ob die alle funktionieren. Und dann kann der nämlich losdrucken. Und dann wird der als erstes, was soll ich sagen, könnt ihr euch vorstellen, was er als erstes drucken wird? Nein, keine Stifte. Die Stifte wird er noch nicht drucken. Es wird als erstes Boxen geben. Ich werde als erstes die Auftragsboxen fertigstellen, die ich noch habe, weil ich habe noch ein paar Wünsche, wo noch ein Auftrag kommt und wo noch ein Auftrag da ist, sagen wir es mal so. Und dann, wenn die weg sind, die werde ich noch ein paar mehr drucken, damit ich euch dann noch welche in den Shop schenke. Ich weiß, dass einige von euch schon unheimlich warten, um noch welche kaufen zu können. Es tut mir auch sehr leid, aber wenn da so ein Monat der Drucker nicht läuft, das ist halt mega kacke. Ich sag's halt, wie es ist halt mega doof. Aber, ja, und da ich nur einen Drucker hatte, kann auch natürlich kein anderer das irgendwie auffangen. Und wenn dann die Boxen so ein bisschen durch sind, ich muss für mich natürlich auch noch Boxen drucken. Das ist halt leider das andere Problem, was ich habe. Ich muss mir für mich selber auch noch Boxen drucken, damit ich meine Steinchen sortieren kann. Weil ansonsten suche ich mich immer dumm und dusselig, wenn ich eure Bestellungen zusammenpacke, weil ich immer in den ganzen Kisten wühlen muss. Oh, ich kann es euch mal zeigen. Ah, nee, kann ich nicht. Ich habe so quasi so eine Kiste und da sind dann, weiß ich nicht, 8 verschiedene Farben drin und jedes Mal bin ich am Wühlen, in welcher Kiste ist was drin. Das macht halt auch keinen Spaß, ne? Deswegen brauche ich da auch noch Sortierboxen. Einen neuen Schrank habe ich mir auch schon organisiert, wo ich die reinstellen kann. Also auch da, das ist schon da. Aber ja, ich brauche die Inlays halt, ne? Sonst funktioniert das Ganze nicht. Aber erstmal, bevor ich mir die drucke, seid ihr jetzt mal ein bisschen dran. Und dann kommen natürlich auch wieder Stifte. Und ich hoffe, dass bis dahin der zweite Drucker auch wieder funktioniert. Und dann könnt ihr parallel drucken. Und dann sollte es auch eigentlich prinzipiell nicht so Probleme geben mit dem Nachschub, ne? Weil ich natürlich dann parallel drucken kann. Und dann solltet ihr dann auch schneller glücklicher werden. Schneller glücklich. Glücklich. So. Kommen wir zuerst zu der Bestellung oder kommen wir zuerst... Nee, da ist noch ein Stift. Oh, ich schwitze. Ich schwitze schon wieder wie ein Ochse. So, wisst ihr was? Hab ich das nicht euch schon mal erzählt? Das ist schon sehr, sehr lange her, ne? Kleiner Fun Fact. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich laufe jetzt rum wie in den 80ern. Ich habe mir nämlich aus dem alten Handtuch solche schmalen Streifen geschnitten und die kommen mir jetzt um meinen Kopf drumherum. Beziehungsweise ist schon eine Schleife dran. Das heißt, das muss ich jetzt nur noch überziehen. Und dann ist es mir egal, ob meine Stirn schwitzt, weil... das alles auffängt. Gott sei Dank seht ihr mich nicht.
und auch hinter den Ohren. So, und jetzt ist es egal, jetzt läuft mir auch die Suppe nicht mehr in den Augen runter. Weil das, könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr, also ich schwitze so, ja klar, tut glaube ich jeder Mensch, wenn es so warm ist oder wenn es so schwüle Luft ist. Und momentan ist es so, ich krieg's halt nicht richtig kühl hier drin. Es ist auch die erste Etage, unten ist es kühler tatsächlich, da ist es auch nicht so schlimm. Aber ich schwitze halt sehr, sehr viel und sehr schnell auf dem Kopf und auf der Stirn. Und das läuft natürlich dann vorne über die, ne, läuft dann alles über die Stirn dann runter. Und das ist unangenehm. Das ist mega unangenehm. Da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen ziehe ich mir dann immer gerne so ein Stirnband über. Dann kann ich die Bestellung einpacken, ohne dass ich mir ständig über die Stirn wischen muss. Das finde ich jetzt auch nicht so lecker. Und dann ziehe ich mein Stirnband auf und dann geht's los. Und dann bin ich damit sauber durch. Genau. Ja. So, macht aber nichts, wir müssen weiter einpacken. Und ich habe immer noch nicht überlegt, was ich hier für eine Kiste hole. Aber ich zeige euch mal, was die Bestellung ist. Die Bestellung ist nämlich für die liebe Annette. Und die Annette musste auch schon etwas länger warten auf ihre Bestellung. Ja, liebe Annette, es tut mir sehr leid. Ich weiß gar nicht, warum. Ach ja, ich weiß, warum du warten musstest. Du hast nämlich was Personalisiertes dabei, aber das kann ich nicht und will ich nicht in die Kamera halten. Das wirst du sehen, wenn du dein Paket bekommst. Und zwar ist das personalisierte Release Paper. Das ist auf jeden Fall fertig und ja, das kriegst du auf jeden Fall auch mit. Ich leg's einmal rum. Da sind 8 Blätter drin. Das ist einmal für die Annette und deswegen hat es ein bisschen gedauert. Außerdem hast du dir noch einmal das Release Paper von dem Eagle bestellt. Das kriegst du auch dazu. Das hake ich schon mal aus. Dann hast du dir noch bestellt jede Menge Farben und auch Stifte. Ach, guck mal, wir kleben gleich doch Stifte. So, wir haben 3856 als AB-Stein. Oh, die ist auch schön. Die 3855, die haben wir sogar zweimal. Die ist auch sehr hübsch. Ist ein bisschen heller. Na, also es ist so eine Farbcharge heller. Dann die 939 in AB. Und die finde ich auch sehr hübsch. Dann machen wir da schon mal einen Haken dran. Denn die 814, das ist so ein dunkleres Rot. Und die 169, das ist so ein richtig schönes Grau. Auch wenn ihr die Farbe zum Austauschen habt, könnt ihr euch überlegen, die ist auch sehr, 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 sehr hübsch. Die schimmert zwar so ein bisschen mehr, was jetzt nicht grau ist, aber die Beschichtung an sich ist schon grau. Also man sieht es schon, dass es ein Grau ist. Die passt auf jeden Fall sehr, sehr gut auch zur Farbe. Und dadurch, dass du deine 6 Steinchentüten hast, kriegst auch du natürlich ein Tütchen. Und aktuell ist mal unterschiedlich. Also heute ist so eine Janine X Tasche dran. Das muss aber nicht prinzipiell so sein. Also, ihr könnt auch eine normale Tasche kriegen, wo kein Logo drauf ist. Das ist halt immer unterschiedlich, was ich gerade da habe und was ich mir gerade geschnappt habe und wo ich gerade Lust drauf habe. So, aber die Annette kriegt das auf jeden Fall schon mal. Dann ist das schon mal safe. Die Annette hat auch bestellt einmal AB-Steine in eckig als Gulli. Dazu mache ich dir auch direkt fertig. Die packe ich direkt zu den AB-Steinchen. So. Da können wir auch einen Haken dran machen. Dann hat die Annette sich bestellt einen Stiftebecher in Schwarz. Den haben wir hier. Eine große Magnetbox mit Blau und mit Grau. Dann ein hellblaues Mäppchen haben wir hier. Und dann noch die 2 Stifte, die wir hier drin haben, die packen wir gleich separat ein. Aber weshalb ich eigentlich die Boxen direkt haben wollte, ist, weil wir natürlich nicht dumm sind, wir benutzen das als Lagerfläche und dementsprechend nutzen wir den Stauraum ein bisschen aus, sodass wir gleich weniger Stress haben. Oh, das sollte ich eigentlich umdrehen. Und jetzt noch ein bisschen Papier drauf. Wo ist denn mein Papier, was ich hier beiseite gelegt hatte? Ernsthaft. Egal, nehmen wir das. So, dann können wir das nämlich zumachen. Da
passiert. Der wackelt jetzt auch nicht groß. Ja, klar, die Steinchen drin wackeln, aber da sollte nichts kaputt gehen. Das heißt, das kann ich gleich schön einpacken. Das heißt, das ist einmal safe. Und die Stifte, die packen wir gleich hier mit ein. Und dann haben wir quasi für den Karton nur die zwei Boxen plus das Mäppchen. Und dann ist alles in der, im Karton drin, ohne dass wir noch irgendwie Tetris spielen müssen, was ich sehr, sehr gut finde. So, aber bevor wir Tetris spielen, müssen wir Stifte kleben. Da geht es wieder los. Da geht es wieder los. So, einmal, zweimal. Und sie hat sich super coole Farben ausgesucht. Die passen auch super schön. Wir müssen gleich mal gucken, was die Annette haben möchte. Aber, was fehlt denn noch? Genau, meine ganzen Düsen mit den Steinchen. Da sind sie schon. Also Nummer 1 und Nummer 2. Puh. So. Wir müssen einmal... Achso, erstmal gucken, was sie drauf haben möchte. Den schwarzen Stift möchte sie mit Silber und den roten Stift mit Goldmetallic. Okay, dem Wunsch komme ich sehr gerne nach. Wir haben einmal Gold... Wo ist mein Silber? Hier. Silbermetallic. Gut, machen wir so. Wir müssen es trotzdem einmal bekleben. Ich brauche noch ein Schiffchen. Eine Pinselle. So, dann können wir starten. Ich ziehe euch mal noch ein bisschen nach vorne, damit ihr auch ein bisschen mehr seht. Aber ich freue mich schon, wenn ich euch neue Stifte drucken kann. Ne? Könnt ihr echt... Da bin ich so froh drum. Da freue ich mich schon so drauf. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf, neue Stifte zu drucken. Und auch neue Halterungen für die Sortierboxen, also für die Aufbewahrungskisten. Naja, das ist halt echt, ne, also kann man mal sehen, ne, ich habe zwar nur einen Drucker und ich wollte das auch nur so, ja, wenn mal jemand kommt und so, ne, vielleicht, wenn mal jemand was haben will, ne, ja. Aber dass das so aus, also eigentlich war der Drucker nur für mich bestimmt, weil ich ja für mich selber Boxen drucken muss, ne, und wenn ich die fremd drucken lassen würde, Leute, das wäre so teuer. Da lohnt sich halt die Anschaffung vom 3D-Drucker, vor allen Dingen, da ich da dann auch wesentlich flexibler bin und kann mir die auch ein bisschen umgestalten, wenn ich mal was Neues brauche oder mal irgendwie eine andere Größe oder so, ne? Dann bin ich da ein bisschen flexibler. Aber, ja, und das mit den Wellies kam ja dann und dann mit den Sortierhilfeboxen, das kam eigentlich nur aus der Not heraus, weil ich das Problem halt leider auch hatte. Und guck mal, ich bin Gott sei Dank nicht nur die Einzige. Ich dachte immer nur, ich wäre vielleicht... Weiß ich nicht, ne? Aber wie viele von euch das Problem halt auch haben und auch da verzweifelt sind und ja, das man merkt es ja daran, die Boxen sind ja so schnell weg, dass wenn ihr da nicht zugreift, dass sie halt einfach da nicht mehr da sind, ne? Und ich meine, das ist für mich natürlich mega das Kompliment, aber ich habe natürlich auch keine Massen da. Also das ist natürlich, diese Sachen kommen natürlich auch erst im Pop als Pop-Ups, ne? Also wenn Launch ist, sind die Sachen halt da und da muss man halt entsprechend zugreifen, ansonsten hat man halt da keine Möglichkeit, da dran zu kommen. Oder man gibt einen Auftrag, ne? Dann dauert es aber halt auch. Das ist halt auch nicht so, dass ich da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 50 Boxen am Tag drucken kann. Das funktioniert halt leider auch nicht. Und deswegen muss man halt immer ein bisschen gucken, wie das Ganze dann funktioniert. Aber momentan, also wie gesagt, konnte ich keine Aufträge machen, weil der Drucker kaputt ist. Mit dem kaputten Drucker ist schlecht zu drucken. Und ja, jetzt ist ja zumindest erstmal der neue Drucker da und dem muss ich jetzt die Sachen noch geben und dann gucken wir mal, ob der vernünftig druckt oder ob vielleicht die Druckdateien irgendwie beschädigt sind, keine Ahnung. Oh, dass der dann zumindest erstmal die Sachen dann drucken kann, die dann schon in der Warteschleife hängen, weil ich, ne, es ist natürlich blöd, wenn ihr dann, weiß ich nicht, 10 Wochen dann auf so eurem Druckauftrag warten müsst. Das macht natürlich auch nicht so viel Spaß. Soll natürlich nicht so sein, ne? Und wenn ihr was habt, klar, ihr könnt mich auf Instagram und Co. anschreiben, aber es ist immer, immer besser, wenn ihr mir die Sachen per E-Mail schickt, weil ich da auch nochmal schneller suchen nach kann.
wer hat mir welche Nachricht wann geschickt. Da kann ich dann auch immer noch mal schneller drauf zugreifen, als wenn ich dann erstmal gucken muss, wo ihr mir was geschrieben habt. Das ist halt immer so ein bisschen kniffliger. Ja, aber nur so ein bisschen. So, schick, schick. So, Silber ist auf jeden Fall schon mal drauf und es sieht sehr edel aus. Sehr, sehr schick. So, Silber haben wir. Judy, ich muss hier, glaube ich, mal Silber nachfüllen. Weil ich habe jetzt tatsächlich ganz, ganz viele nur noch von dem einen, von dem anderen Schliff. Den könnte ich eigentlich auch mal setzen mit dem Schliff, aber das ist ein bisschen, da muss man immer, das muss halt ganz genau passen. So, machen wir Gold. Sehr cool. Das ist so schönes Gold. So, einmal links ab. Und dann einmal Gold. 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 So. Hast du dir gut ausgesucht. Ist tatsächlich auch eine richtig schöne Kombination. Ne, dieses dunklere, etwas dunklere Rot und Goldsteine drauf ist eine richtig schöne, edle Kombination. Genauso wie Schwarz mit Silber. Das ist richtig, richtig schön. Zumal ja auch, ne, nicht jeder mag jetzt pink oder quietschig oder so, ne? Sondern es ist wirklich schlicht, aber schön. Und da bin ich bin tatsächlich da auch ein Fan von. Aber ich mag es auch manchmal bunt, ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh nee, bitte nicht. Ich bin da tatsächlich, ich bin ein buntes Mädchen. Ich mag aber auch schwarz und ich mag auch weiß, ja. Aber ich bin tatsächlich eher so ein, also ich bin ein Farbenmensch. Also mag man mir gar nicht zutrauen, mag man mir vielleicht auch nicht glauben, weil, meine Güte, komm her, du blöder Stein. Weil ich halt doch schon sehr viel in gedeckteren Farben rumlaufe. Aber auch einfach, weil ich mich da drin wohler fühle. Aber nichtsdestotrotz mag ich tatsächlich Farben. Ich mag Farben. Und das Ding ist halt auch, dass in meiner Wohnung oder so, da werdet ihr sehr viel bunt finden. Ne? Also ich sag jetzt mal in meinem Wohnzimmer, mein Gott, komm her. Ernsthaft, die Steinchen wollen nicht sitzen bleiben. Die wollen nicht weg. So, jetzt einmal ordentlich festdrücken. So. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen korrigieren. Vorhin ein bisschen schieben. So, einmal in Gold, bitteschön. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, also ich mag schon Farbe, also ich habe jetzt zum Beispiel im Wohnzimmer, also in der meine Wände auch gelb gestrichen mit so dunkelroten Ecken, weil ich das sehr warm finde. Ich finde gelb, also dieses etwas dunklere Gelb und dieses dunkle, richtig dunkle Rot, noch ein bisschen dunkler wie das hier. Also so ein richtig schönes Weinrot. Und ich liebe diese Farbe, ne? Und die ließ sich so gut streichen, so verdammt gut. Ohne Streifen, zweimal drüber streifen, fertig. Zweimal drüber streichen, fertig. Die war so absolut genial zum Streichen. Ich liebe ja diese Farbe. Nur fürs ganze Wohnzimmer ist es halt einfach zu dunkel, ne? Und dieses hellere Gelb, dieses dunklere Gelb, ja, ich würde sagen, schon so fast so ein Gelb ist das, ne? Also ich meine, in der Kamera ist das jetzt auch ein bisschen gelber, aber das ist jetzt so ein bisschen, hat einen ganz leichten Orange-Touch, also so ganz minimal. Und ich finde das toll. Das ist halt so eine richtig schöne, warme Farbe. Und ich mag es halt total, ne? Weil es halt auch echt was hermacht. So Silber, Gold. Ich mag es schon bunt. Also so ist es nicht. Aber deswegen, ein schlichtes cool, buntes cool. Ich mag alles. So, die zwei Sachen sind auch fertig. Ich habe immer nur ein Problem. Ich brauche Aufsätze. Leute, ich habe nicht mehr so viele Viereraufsätze. Ich habe schon alles zusammengekramt, was ich hatte mit Viereraufsätzen. Ich habe ein Problem. Ich kann euch keine Viereraufsätze mehr reintun. Für den das ein Problem ist, wenn ihr nochmal bestellt und noch einen Viereraufsätzer braucht, wenn die wieder da sind, dann könnt ihr die auch gerne, dann packe ich die euch die nochmal nach. Falls ihr dann nochmal bestellen solltet und sagt, oh, ich hatte beim letzten Mal keinen Viereraufsatz, dann packe ich den nochmal mit rein. Aber wie gesagt, mein Paket ist noch unterwegs mit den Aufsätzen.
Ich habe welche bestellt. Dass ihr mir die Stifte auch so aus den Fingern reißt, damit hätte ich nie gerechnet. Nie. Nie. Und deswegen ist es halt so ein bisschen blöd, dass die Viereraufsätze jetzt ausgegangen sind. Ich habe nochmal geguckt, ich habe nochmal welche gefunden, aber nur so 5 Stück oder so. Ja. Was soll ich sagen? Geht ein bisschen schwierig, ne? Ja. So, also, die Sachen haben wir auch schick. Und jetzt packen wir die hier rein. Stift Nummer 1, Stift Nummer 2. Da kommt auf jeden Fall jetzt noch Papier drauf. Da passiert dann auch nichts. Ne? Also ist alles gut verstaut. Die packe ich jetzt auf jeden Fall nochmal ein. Und zwar mit und ohne Folie. Ich brauche aber allerdings erstmal einen Karton. Ich mache das gleich vom Karton abhängig. Ich habe nämlich noch ein bisschen anderes Verpackungsmaterial. Lass mich mal kurz gucken. So, ich habe euch mal die erste Rutsche raus und vorgelassen. Ich habe nämlich unten eine Packung Styropor drunter gelegt. Dann eine Box drauf. Dann kommt jetzt noch eine andere Styroporbox drauf. Und kriegen wir das noch mit rein? Ja, das wird schwierig, ne? Okay, wir machen das anders. Wir machen das anders und machen da jetzt noch was anderes dazwischen. Und zwar eine Runde Bubblefolie. Das muss reichen. Weil sonst kriegen wir unsere Box nicht drauf. Und jetzt können wir mal gucken. Können wir das ein bisschen kleiner machen? Jo, können wir. So, schauen wir mal. Wir machen das ein bisschen kleiner. So, einmal zurechtgeschnitten. Dann passt das dahin. Und dann können wir das nämlich zumachen. Da kommt jetzt noch ein bisschen Papier drauf. Und dann können wir das zumachen. Das ist dann quasi unsere oberste Schicht. Und dann geht auch nichts kaputt. Dann kommt das alles wohlbehalten an. So. So. Schick eingepackt. So gut es geht. Es ist halt nur immer wichtig, dass halt nichts kaputt geht auf dem Transport. Ich finde das nämlich selber nicht schön und so ist jetzt alles gut eingepackt und kann auch nicht kaputt gehen. Leute, was haben wir denn vergessen? Den Becher! Okay, dann machen wir das noch mal ein bisschen anders. Der Becher muss noch mit rein. Ich weiß auch noch nicht, wie. Also als erstes Mal müssen wir den Becher einpacken. Und auch hier gibt es eine Möglichkeit, den ein bisschen schicker einzupacken. Ich habe doch. Wo habe ich denn? Ein bisschen Zeitungspapier. So. Ich habe nämlich auch hier, packe ich den Becher jetzt da wieder rein. Einfach nur, damit der ein bisschen vor Verkratzen und so geschützt wird. Und halt nichts passiert. Ich meine, die sind relativ bruchsicher, da passiert so schnell nichts mit. Aber wir müssen es ja nicht herausfordern, dass wir den zerkratzen oder kaputt machen. Das heißt, ich packe den jetzt nochmal ein und muss ja auch noch gucken, wie wir den reinkriegen. Tada! Hätte ich den beinahe vergessen. Das wäre jetzt natürlich blöd gewesen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den noch irgendwie reinkriegen. Oh, das hat so gut gepasst. Verdammt. Tja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil tatsächlich dieser Becher hier nicht reinpasst. Egal wie ich es drehe und wende, diese Box ist für den Becher zu klein. Diese Box ist für den Becher zu klein. Ich brauche eine andere Kiste. Wir müssen das Ganze nochmal auspacken. Yay! So viel zum Thema Tetris spielen, weil das Problem ist, die Boxen passen auch nicht längs rein.
Ja, das halt leider, passt halt leider nicht. Das hätte es echt gut gepasst, aber nein, leider nicht. Ich brauche einen anderen Karton. Es ist ja nicht so, dass wir keine Kartons haben. Ich habe jetzt einen, der noch ein bisschen höher ist. Da sollte das reinpassen. Und eventuell hat er sogar den gleichen Grundriss. Das heißt, wir können das jetzt einfach mal ein bisschen wieder auseinandersortieren. Das macht aber überhaupt nichts. Macht euch da gar keinen Stress. Ihr seht auch, das lässt sich ganz einfach wieder rauslösen. Da ist nichts irgendwie fest. So, auch die Platte hole ich unten gleich wieder raus. Weil ich probiere nämlich, ob die Platte in den anderen Karton passt. Ja, nicht ganz, aber fast, ne? Ich zeige euch den Karton mal jetzt vom Innenmaß. Also die Platte passt nicht ganz rein, ist aber nicht ganz so schlimm. Und jetzt machen wir den Aufbau genauso wieder wie eben. So, wir machen ein Nest für die erste. Dann machen wir wieder ein bisschen Bubblefolie drauf. Dann kommt die zweite drauf. Einfach nur, damit die nicht gegeneinander ratschen. Dann können wir das auf jeden Fall drauf machen. Und schaut mal, der Becher passt dann auch easy peasy rein. Das heißt, wir können jetzt, machen wir das so herum. Passt das auch noch? Ja, wir machen das so herum. So, dann packen wir nämlich den Becher da schon ein. Und schaut mal, passt easy peasy zu. Und jetzt müssen wir hier nur noch mal eben alles rausfüllen. Es ist ja nicht so, dass ich nicht genug Schnipselpapier gemacht habe. Ich glaube, wisst ihr, wie groß so ein Schreddereimer ist? Habt ihr ungefähr, wisst ihr ungefähr, ne? So, da passt ja schon einiges an Schreddermaterial rein. Und ich glaube, der Sack, der unten liegt, wo noch mein ganzes Schredderpapier drin ist, ist, boah, ich weiß nicht, wie groß der ist, aber da ist schon einiges an Schredderpapier drin. Also, Schredderpapier habe ich erstmal genug hergestellt die letzte Zeit. Das sollte gut funktionieren und ihr könnt es ja dann einfach entsorgen. Dann ist ja auch, wie gesagt, gar kein Problem. Ist ja nur Papier. Ist ganz normales Papier, was ihr ganz normal in die Papiertonne stöpfen könnt. Mich schon ein bisschen die Umwelt. Klar, ich brauche zum Herstellen Strom, ne? Also so ist es jetzt nicht. Aber ich denke, das ist kein Vergleich dazu, wenn ich jetzt mir Packmaterial bestellen würde. Da ich denke, da wird auf jeden Fall für neues Packmaterial mehr Strom verwendet, als ich benötige, um das klein zu schreddern. Und so hat das alles noch einen zweiten Sinn und ein zweites Leben. Und ja. Ich finde es super so. Ich mag das total gerne. Und von daher bin ich da total fein. Und ich weiß auch, dass ihr das gut findet. Also es gibt wenige von euch, die sagen, oh, wie blöd. Wir verbrauchen sowieso schon genug Ressourcen. Und da muss ich nicht noch alles, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich finde, wenn man das wiederverwenden kann, genau wie der Karton, der ist nämlich auch, hat auch eine zweite Lebenschance gekriegt. Da war auch vorher was anderes dran. Jetzt passt das perfekt für die Bestellung von der lieben Annette. Und die Annette kriegt jetzt ganz viel Papier. Und falls du Katzen oder Hunde hast, hast du auf jeden Fall noch ein bisschen Spielzeug. Ich weiß auch, dass kleine Kinder sich sehr gerne mit dem Schnipselpapier beschäftigen. Allerdings solltest du darauf achten, wenn die Kinder zu klein sind, dass sie es nicht in den Mund nehmen, weil das, glaube ich, Papier essen ist jetzt nicht so ganz gesund. Gut, aber das Paket haben wir fertig gemacht. Also kann auch das Paket für die liebe Annette auf die Reise gehen. Das hat nämlich auch schon gewartet, weil es bei YouTube eingepackt werden wollte. Und ja, ich muss halt natürlich immer gucken, dass das irgendwie passt. Und auch mit dem Release-Papier und so. Ja, alles schick, hat alles super funktioniert. Was soll ich sagen? Läuft. Läuft, liebe Annette. Da könnt ihr sehen, wie wir schön die Pakete verstauen. So funktioniert das übrigens immer.
So gucke ich immer, ob das irgendwie passt, ob ich irgendwas verwenden kann. Weil gerade auch diese Styroporplatten, das ist so cool, weil die ja auch ein bisschen abfedern und auch verhindern, dass da irgendwas kaputt geht. Diese Flocken sind natürlich blöd, wenn sie ausfransen. Aber ich versuche immer schon flockenfrei das bei euch ins Paket zu packen. Und es ist ja wirklich, dient nur als Schutz. Und nichts ist besser, als einen Schutz zu haben. Vor allen Dingen habe ich die Styroporplatten alle umsonst bekommen, weil die in irgendeiner Bestellung immer irgendwo dabei waren. Mein Kumpel sammelt nämlich Verpackungsmaterial für mich mit. Also auch die Luftpolstersachen und Styroporplatten. Und Kartons bringt er mir auch hin und wieder mal mit. Aber auch so diese Luftpolsterfolien, ne? Also diese luftgepolsterten Foliendinger. Ihr wisst schon, meine, also die Styropor... Also, mein Gott, wie soll ich sagen? Die da Inhalt viel größer, ne? Also wo du richtig so große Luftkissen hast, weil die sind auch super cool zum Verpacken, weil die federn auch richtig was ab. Die sind richtig, richtig gut, aber wenn man die bestellt, wenn man die sich also für Versandmaterial, Leute, da könnt ihr ordentlich in die Tasche greifen. Ich sag's euch nur mal, wenn ihr noch nie ein Gewerbe gehabt habt und auch noch nie irgendwie mehr Material brauchtet, boah, und da heißt es nur Preise vergleichen. Preise vergleichen, Preise vergleichen, Preise vergleichen, weil da kann man echt eine Menge Geld bezahlen. Für Verpackungsmaterial auf jeden Fall. Klar, für bestimmte Sachen, wenn man die haben will. Und das gibt es dann nur bei ein oder zwei Stellen. Da muss man halt gucken, wo man es halt hernimmt. Aber es ist halt leider nicht so, ich sag mal, alles so Centbeträge. Das ist es halt leider nicht. Für die groß Shops, ne? Also die nicht jetzt also mit kleineren Mengen handeln, wie ich jetzt zum Beispiel, sondern ich meine wirklich die großen Shops, wie zum Beispiel auch eine Teenie Schnickschnack, die hat ganz andere Einkaufsmargen. Das dürfte überhaupt, ich meine, Teenie ist auch kein Riesenbetrieb, also Teenie ist so ein mittelständiger Online-Shop. Also ich würde sagen, die macht jetzt keine Millionen, glaube ich nicht. Und wenn, dann sei es ihr gegönnt. Aber was ich meine, Teenie zählt ja nicht mehr als richtiges Small Business, sondern die ist ja schon ein bisschen größer. Und die kauft ihre Verpackungsmaterialien natürlich in ganz andere Mengen ein und hat natürlich dann ganz andere Einkaufspreise, wie ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt 80 Kartons abnehme, ne, dann du zahlst dafür auch mehr. Aber du musst halt auch den Platz haben, um das irgendwo zu lagern. Und ich bin aktuell mal dran, mir mal Möglichkeiten irgendwie zu schaffen, mir noch irgendwo einen Lagerplatz anzumieten, dass ich halt solche Sachen lagern kann. Wenn ich aber überlege, ich muss für Verpackungsmaterial im Monat dann 125 Euro für Lagerkosten bezahlen, damit ich sie auslagern kann, dann kann ich auch für 125 Euro dann pro Karton mehr ausgeben. Wisst ihr, wie ich meine? Also das ist halt so ein ich würde jetzt sagen, bald Milchmädchenrechnung, wenn man das Gewerbe nicht komplett auslagern kann. Ach, es ist halt alles ein bisschen schwierig. Aber ich muss halt gucken, weil ich möchte schon gerne Sachen bestellen, aber ich weiß halt auch manchmal nicht, wohin damit, ne? Aber auch das wird, denke ich mal, besser. Ihr müsst halt einfach nur mehr Bilder kaufen. Hört sich das jetzt gemein an, ja, ne? Also ihr müsst mehr Bilder kaufen, so 50x70, damit ich da ein bisschen Kartonplatz kriege. Damit da Kartons wegkommen und dann kann ich mir neue Kartons holen für die 30x40 und für die 70x90 Bilder. Das bin ich nämlich aktuell im Plan. Aber auch da muss ich natürlich wieder bestimmte Mengen abnehmen, damit sich das überhaupt rentiert, beziehungsweise damit ich das überhaupt hergestellt bekomme. Und was soll ich euch sagen? Hey, wohin mit den ganzen Kartons? Ja, ich sag euch, das ist alles gar nicht so einfach. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich nicht auf der Terrasse mal irgendwo so einen Verschlag baue, den ich da einbauen lasse, der halt auch spinnensicher ist. Wisst ihr, was ich meine? Also wirklich dicht ist, sodass da zwar noch Luft rein kann vielleicht, aber halt keine Spinnen und Getiere, weil ich hasse nichts mehr, als irgendwo Spinnen drin zu haben. Vielleicht gucken wir mal, vielleicht habe ich ja auf der Terrasse noch eine Möglichkeit, da irgendwo mir so einen kleinen Unterstand hinzubauen, wo ich dann Kartons lagern kann. Was dann halt auch nicht so auffällig ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ich muss mal gucken. Weil ich habe ja eine Überdachung, aber auch da muss ich natürlich nochmal ran, weil die Balken auch nicht alles so in Ordnung sind. Ach, ich sag euch, ja. Man macht sich viele Gedanken und von Höchstges auf Stöchstges und naja. Ihr wisst, was ich meine. Man macht sich immer Gedanken. Und gerade, wenn man auch so ein paar Sachen hat, die etwas größer sind von einer, ne?
Sag mal, Bilder sind ja nun mal größer, da braucht man halt nur mehr. Aber wenn ich jetzt so nur Stifte oder so, dann hätte ich gar kein Platzproblem. Dafür brauche ich zwar Kartons, aber das sind ja keine Riesenkartons, ne? Allerdings, wenn du Bilder verkaufst, du musst die ordentlich aufbewahren, du musst die ordentlich verschicken und du brauchst zwar größere Kartons, du brauchst vielleicht einen Bilderkarton oder du lässt dir was anderes einfallen, so wie ich bis zum Anfang habe einfallen lassen. Nichtsdestotrotz zum Beispiel, ich habe ja so einen Mix noch daraus, weil ich halt noch nicht komplett die Kartons habe. Aber das kann ich auch nicht, weil ich halt kein Lager habe. Ich habe nur ein Zuhause und ja, momentan ist es mehr Shop als Zuhause, was natürlich auch immer so semi-gut ist. Aber um was anmieten zu können, musst du halt auch entsprechend dann mehr umsetzen und mehr Gewinn machen, damit du dann halt deine Kosten auch entsprechend wieder rein hast, ne? Und da hapert es momentan. Ich bin froh, dass ich momentan soweit alles gut abgefrühstückt kriege. Mal besser, mal schlechter. Aber momentan läuft es so ganz gut. Damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Stifte! 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 Also, wir haben eine Bestellung von... Von wem denn? Von der Diana. Ach nein, Diana! Warum? Du bist gemein! Die Diana ist gemein. Sie sagt... Die Zierstücke bitte in Regenbogen, wie im YouTube-Video. Danke. Wisst ihr, was wir machen müssen? Wir müssen unbedingt auch mal was machen, damit wir gucken können, ob wir das auch mit Strass hinbekommen. Das machen wir gleich, ne? Dann könnt ihr euch nämlich überlegen, ob ihr Metallic oder Strass haben wollt, weil Strass ist tatsächlich ein bisschen einfacher wie Metallic. Nichtsdestotrotz, okay, dein Wunsch ist mir Befehl, liebe Diana. So, willst du haben, sollst du kriegen. Pinzette ist auch am Start. Aber die hat irgendwie eine Macke, oder? Ja, die hat eine Macke. Die geht so nicht raus, da kriegst du eine andere. Keine Beschädigung im herkömmlichen Sinne, aber die hat irgendwie so ein... Ich zeig's euch gleich mal. Hier, die hat irgendwo... Seht ihr das? Die hat hier so einen Punkt drauf, keine Ahnung. Die packe ich immer irgendwie in die B-Ware. Die sieht halt noch nicht ganz so schön aus, aber funktionieren tut sie auf jeden Fall noch. Gut. Ja. Übrigens, wenn ihr... ihr müsst darauf achten, dass ihr eure Pinzetten vielleicht nicht so durch die Gegend schleudert, weil auch die Keramik nutzt sich natürlich so ein bisschen ab, ne? Also da müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr die nicht so oft runterfallen lasst, sonst bricht euch da die Spitze ab. Aber ansonsten sind die schon sehr robust. Man kann sich dafür auch Ersatzteile kaufen. Ich finde nur, das Problem ist, dass die Ersatzteile teurer sind als die ganze Pinzette. Also zumindest, wenn ich sie einkaufe. Ne? Und das macht natürlich nicht so ganz so viel Sinn. Aber ich muss mal gucken, vielleicht habe ich noch eine Möglichkeit, die Ersatzspitzen auch mal günstig zu kaufen. Das heißt, wenn ihr merkt, dass irgendwie eine Spitze kaputt ist, dann könnt ihr die irgendwie austauschen. Ich muss mal gucken, ob ich da Ersatzspitzen bekomme und was die mich dann kosten. Weil momentan, also das, was ich gesehen habe, da waren die alle irgendwie teurer wie die Pinzetten selber. Und da habe ich gesagt, dann kann ich lieber eine ganze Pinzette verkaufen als zwei Spitzen für den gleichen Preis. Auch wenn es vielleicht umwelttechnisch besser ist, aber ja. Ich brauche auf jeden Fall erstmal das Bild. Liebe Diana, wir haben ja beim letzten Mal gesagt, ich mache mir auf jeden Fall ein Bild, damit ich weiß. Damit ich weiß. Damit ich weiß, welche Nummern wir haben. Also, wir brauchen... da habe ich sie schon. Bild habe ich schon. So, wir brauchen die 550, die 796, die 792, die 700, die 19. Vielleicht machen wir da noch eine Farbe dazwischen. Vielleicht machen wir das gleich so. Ich schau mal. Dann die 783, die 720, den 321, die 600 und die 327 als optionale Farbe. Genau. So, wir haben jetzt auf jeden Fall richtig viel. Jetzt ist nur die Frage, wie viel passt hier um diesen Stift drumherum?
weil wir natürlich gucken müssen, dass das irgendwie passt. Ich glaube, wir machen das mal so und machen dann die Farben hier einfach mal drumherum und schauen mal, ob das passt. Weil hinten weg oder vorne weg eine Farbe weglassen, das ist ohne weiteres möglich, aber zwischendrin halt nicht. Deswegen müssen wir gleich mal gucken. Gucken wir gleich mal, was hier alles, was wir Schönes um den Stift machen. So. Cooles Ding. So. Stift. Ach, ich habe noch eine Frage. Ich habe ja noch solche Pinzettensets bei mir. Ich habe die allerdings mit einem Nadeleinfädler, also mit einem Nadeleinfädler in einer Box drin. Und die Frage ist, wollt ihr das zusammen haben? Ja oder nein? Also in einer Box, ne? Also eine Schere in einer Box mit einem Einfädler, weil das könnt ihr natürlich zum Sticken benutzen. Ihr könnt diesen Einfädler aber auch benutzen, wenn ihr zum Beispiel eure Leinwände auf, ich sag mal, aufhängt, auf dem Faden, so wie ich es ja gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Bei mir sind an den Leinwänden sind ja immer Fäden dran und ich hänge das an Haken auf den Wollfäden oder auf anderen Fäden, ist egal. Und damit ihr die in die Nadeln reinkriegt, dafür sind die Auffädler eigentlich da. Ich habe noch keine Nadeln dabei. Bin ich auch noch am Überlegen, ob ich die dazu tue, ob das irgendwie sinnvoll ist. Allerdings war das eher so ein Case, so ein Basis-Case, so ein Anf also so wirklich so ein Basis-Case mit einer Dose und einer Schere. Da könnt ihr zum Beispiel auch noch eure Aufsätze reinmachen. Ihr könnt da, euer Washi-Tape, glaube ich, müsste auch noch reinpassen. Ich gucke mal gleich, ob ich eine Box finde, dann zeige ich euch das mal. Wir packen die dann einfach mal gleich aus. Lasst mich aber erstmal den Stift fertig machen. Und dann zeige ich euch, was ich da habe. Und dann schreibt mir bitte, ob ihr das haben möchtet oder nicht. Weil ansonsten müsste ich die nochmal auseinandernehmen mit ohne Einfädler. Und müsste die dann nochmal so einzeln stellen. Aber ich finde das ganz praktisch, weil die Scheren halt alle in die Box passen. Das heißt, die flattern dann auch nirgendwo rum. Ihr könnt in die Box irgendwo reintun, ohne dass dann mit der Schere euch irgendwas kaputt macht. Wir fangen mal an. Wir fangen mal an mit der 327. Nee, wir fangen mit der 550 an. Wir fangen mit der an. So, wartet, ich muss einmal alle aufmachen. Übrigens, kleiner Tipp, wenn ihr die nicht aufkriegt, einfach an den Seiten ein bisschen gegendrücken und dann geht der Deckel ganz leicht auf. Das gilt übrigens auch für die 35 Slotboxen. Ich zeige euch das auch nochmal, wenn ihr diese Döschen habt. Schaut mal, wenn ihr so eine 35er-Slotbox habt, da steht jetzt eine Nummer drauf, aber das ist total egal. Wenn ihr so eine habt, ne, die ist ja so immer ein bisschen schwer aufzukriegen, dann drückt die an der Seite und dann seht ihr, der Deckel geht schon ganz von alleine auf. Seht ihr das? Währenddessen, wenn man die aufdrücken muss, das immer schwerer gehen kann. Also einfach ein bisschen auf der Seite drücken, dann kriegt ihr den Deckel ganz easy peasy auf. Dann haben wir noch mal eine Dose, die ein bisschen schwerer aufgeht. Also zum Beispiel die geht aber, die geht eigentlich auch leicht auf, aber ich habe keine, die ganz schwer aufgeht. Aber es ist nur ein Trick, ne? Einfach an den Seiten ein bisschen drücken und dann einfach an den Seiten ein bisschen drücken und dann geht das ganz easy peasy auf. Ich habe immer am Rande für den, die sagen, ach, die 35-Slot-Boxen, die gehen immer so schwer auf. Besser, sie gehen schwer auf, dann gehen sie nämlich nicht einfach auf, anstatt wenn sie gar nicht schließen, ne? Ich liebe diese Regenbogenfarben hier, ne? Leute, ich lieb's. Jetzt mache ich mal überall mal hier vorne vor mal Steinchen hin. Das sieht bestimmt lustig aus für euch. Aber ja, was soll ich sagen, ne? So. Was soll ich sagen? Das muss.
Ob es will oder nicht. Es muss. Aber das Blöde ist, wenn die sich nicht richtig hindrehen, Alter. Ich krieg doch hier die Motten. So. Einfach ein bisschen auf den Tisch fallen lassen. Das Doofe ist halt, bei den Metallicsteinen, das ist halt leider echt ein bisschen problematisch. Wir haben immer Steine, die sind ein bisschen größer und ein bisschen kleiner. Das ist halt echt, echt ein Problem und das finde ich richtig doof. Aber ich kann es halt leider nicht ändern. Das ist halt leider nicht änderbar. Zum Beispiel die ersten zwei Farben, da sind die Steinchen tatsächlich echt ein bisschen kleiner. Das wird sich dann auch bemerkbar machen, wenn ihr die zum Beispiel im Bild einsetzt, ne? Das Grün ist so, das geht so, mittelmäßig. Das Gelb ist hier wieder super. Also die 3819. Die sehen hier auch relativ groß aus. Und deswegen ist es halt immer so ein bisschen verschieden, wie sich das dann bei hinterher auswirkt, wenn die fertig sind hier, wenn die fertig draufgeklebt sind. Weil natürlich man immer gucken muss, wie das Ganze funktioniert. So. Aber es gibt trotzdem ein schönes Bild, finde ich. Auch wenn die so einen kleinen Ticken kleiner sind. Ich kann es halt leider nicht ändern. Wir müssen mit dem leben, was wir haben. So, nehmen wir die Farbe. Und dann kommen wir zu einem etwas lila. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Ich hasse es, wenn die Steine sich nicht umdrehen, ne? Mein Gott. Was ein Gefriemle. Komm her. Komm hier. So, braves Steinchen. Oh nein, das ist auch noch ein blödes Steinchen. So ein Steinchen will ich nicht. Das ist mit dem falschen Schliff. Super. Weißt du, das Steinchen, was dann draußen liegt, hat auch noch so einen blöden geraden Schliff. Warum? Es gibt ganz viele von den Farben, die haben halt nur eine Schliffart, nämlich nur diese Schliffart hier, ne? Also diese so pyramidenförmig ist. Und die hat einen anderen Schliff drauf. Ihr könnt das gar nicht sehen, was ich hier mache, ne? Ihr könnt mir nur zuhören. Ich kriege gleich die Motten, weil die Steine sich nicht drehen wollen. Ja. Aber es hilft ja nichts. Also die Pinzette kann die auf jeden Fall greifen. Also so ist es jetzt nicht, ne? Aber die wollen halt nicht. Die sind halt doch schon sehr flach. So. So, sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. So. Und soll ich euch was sagen? Es geht sich aus. Es geht sich richtig aus. Schaut euch das an. Es geht sich wunderbar im Karree aus. Geht sich richtig gut aus. Also wir laufen einmal komplett drumherum im Regenbogenfarben. Es hat genau gepasst. 2, 4, 6, 8, 10 Farben. Ist genau ausgegangen mit den Farben, die wir hier vorliegen haben. Also super. Das heißt, auch hier werde ich mir jetzt mal doch nochmal ein Foto machen. Weil die Kombination brauchen wir. Oh, scheiße. Ja. Ich habe nichts gesagt. Ich habe das blöde Wort nicht gesagt. Nein, habe ich nicht. Ihr habt das gar nicht gehört. Guck mal. Kann ich endlich mal wieder meinen Handfeger benutzen? Ja. Ich liebe diesen kleinen Handfeger. Der ist doch so süß, oder? Mein kleinen Handfeger. Und dann kommen die Steinchen hier wieder rein. Alle flupp. So. Je größer die Tüte, wenn ihr eine Zipptüte habt, dann könnt ihr die auch nach hinten wegschütten. Gibt es übrigens auch im Shop in drei verschiedenen Farben, ne? Also wenn ihr noch keinen Handfeger habt für den Tisch, ihr könnt ihn theoretisch auch jetzt hier dran aufhängen, ne? Irgendwo, wenn ihr wollt. Ihr könnt ihn auch einfach irgendwo hinlegen, weil das ist echt, guckt mal, wie flach das Ding ist, ne? Aber es ist super. Ich habe das immer hier bei mir unter so einem kleinen Tischchen stehen. Ich lieb's.
Hat mir schon ganz oft geholfen. Braucht man nämlich nicht alles mit den Fingern aufsammeln. Das ist nämlich ziemlich lästig. Ja, ziemlich lästig an der Geschichte ist es. So. So, wisst ihr was? Wir machen jetzt mal einen Regenbogen mit Strass. Ich habe kein Foto gemacht, ne? Ist auch egal. Ich weiß ja, was ich hinten dran habe. Also, wir brauchen blau, lila. Wir brauchen lila. Wir brauchen ein dunkles Blau. Was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall ein Grün. Gelb. Grün, gelb. Grün-gelb, orange. Grün-gelb, orange. Hier bräuchten wir vielleicht noch mal ein helleres Grün. Machen wir das so. Haben wir noch ein helleres? Helleres Blau. Hier brauchen wir noch so ein lila Blau vielleicht. Nee, es ist schwierig. Hier mit lila. Theoretisch könnte man das jetzt hier noch dran setzen. Das ist ein hellerer lila Ton. Haben wir noch irgendwas in der Richtung? Nee, haben wir nicht. Wartet mal, wir haben blau, blau-lila nee, ich will nicht noch ein Beige drin haben. Also wir haben, aber wir haben blau. Ja, das ist tatsächlich echt ein bisschen schwierig hier. Das könnte man vielleicht noch so machen. Beim Blau ist schwierig. Wir haben zwar... Das sind aber alles so helle Farben. Das ist ein bisschen doof, dass das so helle Farben sind. Ich habe auch nicht alle Strassfarben, die es gibt. Ich werde aber peu à peu nochmal Strassfarben holen. Dass es halt einfacher ist, mal sowas zu machen. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen Folgendes. Wir haben ja einen Streifen. Und den Streifen machen wir jetzt mal irgendwo drauf. Ich nehme mir mal so ein Stück. Jetzt habt ihr zwar nichts gesehen, nicht so viel gehört. Seht ihr denn überhaupt was? Die sind so weit unten, die Dinger. Also, wir machen jetzt hier mal einen Streifen drauf. Ich hatte ja beim letzten Mal einen anderen Tesastreifen genommen. Das finde ich tatsächlich echt blöd, weil der so breit ist, dass das hinterher einfach nur geklebt hat. Und das fand ich sehr, sehr unangenehm. Ich habe da einen Tesafilm hinten drauf gemacht. Weil, ne? So. Das heißt, wir machen das jetzt einmal mal ab. Und dann gucken wir mal, wie der Regenbogen aussieht. Ich habe natürlich nur keine Ahnung, inwiefern die auf dem Stift ausreichend sind, weil wir nicht so viele Farben haben. Es kann sein, dass sich das von den Farben her nicht ausgeht. Es kann sein, dass es funktioniert. Ich weiß es halt nicht. Eventuell könnte man das hinterher weiterführen, wenn ich irgendwann mal wieder neue Farben bekomme. So, jetzt muss ich erstmal hier die Sachen raufkleben. Und dann können wir nämlich gleich mal gucken, wie das aussieht.
Es ist nicht perfekt, Leute, absolut null. Aber ich finde, ja. Es geht jetzt erstmal nur darum, die Farben irgendwie zu finden, die man da nutzen kann. Ich meine, so sieht das ja schon mal schön aus. Also ich achte jetzt tatsächlich auch nicht auf den Schliff. Der Schliff ist mir jetzt persönlich erstmal egal. Und ich fange dann hinten auch wieder direkt mit der richtigen Farbe an, um einfach zu wissen, die 601 ist sehr, sehr pinklastig. Ich gucke mal, ob ich noch ein anderes Rot zwischendurch finde. Ein helleres Rot. Nee, der ist auch pink. Das ist mehr Rot. Aber ich habe kein helleres Rot. Das ist die 606, ist eigentlich ein helleres Rot. Ja, komm, wir laufen eh, wir müssen eh so ein bisschen Pink drin haben. Dann machen wir das so. Komm, ist egal. Das ist auch okay. Oh, die drehen sich nur nicht um. So, aber ich glaube, der Regenbogen ist echt schön. So, und jetzt fangen wir von vorne wieder an. Ich will halt einfach nur sehen, wie der Übergang ist, ne? Und ich glaube, das sieht echt gut aus. Die Sachen passen halt natürlich nicht auf jeden Stift. Das ist halt leider so. Mein Gott. Das dreht sich nicht um. Jetzt. Ja, und dann läuft das hier so weiter. Es ist nicht schlecht. Was sagt ihr dazu? Wartet mal. Schaut mal, so sieht der Regenbogen aus. Ich finde es gar nicht schlecht. Das Einzige, was ich glaube, was nicht passt, ist die Farbe hier, ne? Die hier in der Mitte. Die 600. Das ist die 3835. Das ist diese Farbe hier, die ist zu hell. Die ist zu hell. Ich glaube, so sieht es besser aussehen. Ich lasse die jetzt mal dazwischen. Aber ich glaube tatsächlich, ich würde sie rauslassen. Weil die ist so hell dazwischen, dass es nicht cool aussieht. Ich glaube, wenn ohne die Farbe wird es besser aussehen. Also ohne die. Dann wären wir nur 2, 4, 6, nur 7 Farben. Es wird ein bisschen knifflig. Ja, also schaut mal. Also ich glaube, wenn man die Farbe jetzt hier rausnimmt, die jetzt hier, die hier, dann wird es tatsächlich besser aussehen. Weil dann hätte man einen richtig schönen Farbverlauf und würde dann vorne und hinten wieder anfangen. Ja. Ist natürlich die Frage, rauslassen. Okay, dann müsste man natürlich nur gucken, ob das mit den Farben hinterher passt. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal ein Foto, damit das Ganze funktioniert und ich beim nächsten Mal halt wieder weiß, was wir da drin hatten. So. Und dann haben wir einen Regenbogen in Strass gebaut. Was auch cool ist, finde ich. Ein Regenbogen in Strass. So. Das heißt, die kann ich jetzt erstmal wieder wegpacken. Lustig. Okay, packen wir jetzt erstmal wieder hier rein. Schick. Den Stift packe ich auch ein für die liebe Diana. Du kriegst meinen vorletzten Vierersitzer. Oh, ich habe keine Vierersitzer mehr, Leute. Ich habe wirklich keine mehr. Ich habe auch schon alles durchgeguckt. Ich habe keine Vierersitzer mehr. Das ist zum Mäusemelken. So, also das kommt jetzt erstmal wieder hier rein. Ach nein, wir wollten das ja direkt verpacken, ne? deswegen habe ich doch schon so einen Karton hier. Ich habe doch schon einen Karton hier. Und
Diana, hast du dir was ausgesucht, was du als Goodie haben möchtest? Ich schau mal. Nein, die Diana hat sich nichts ausgesucht. Böse Diana, böse. Woher soll ich das denn jetzt wissen, was du haben möchtest? Nö, weißt du was? Du kriegst einfach eckige Armeesteine. So, zack, aus, Ende Mickey Maus. Hier, guck mal, rein damit in die Kiste. Dann kommt der Stift da rein. Dann die Pinzette kommt noch dazu. Und dann wird das zugemacht. So. Einmal zu. Und dann kommt das hier rein. Ah, das passt so schön. So, das darf nicht fehlen. Noch ein bisschen was dazu. Und noch ein bisschen was dazu. Ich überlege gerade, wo ich noch Viereraufsätze herkriegen soll. Ich habe tatsächlich schon bei mir im kompletten Lager geschaut. Ich habe keine Viereraufsätze mehr. Ich habe ganz, ganz viele bestellt, aber die sind halt auch nicht da. Ach, Mann, oh Mann. Ich muss mal gucken, ob ich eventuell für die Zwischenzeit mal irgendwo anders noch welche herbekomme. Ja. Das ist natürlich jetzt richtig doof, ne? Ich werde mir jetzt wahrscheinlich mal gucken, ob ich irgendwo vielleicht wirklich ganz kurzfristig noch ein paar herbekomme. Und dann werde ich die anderen Stifte dann entsprechend verpacken. Ich lasse die dann, glaube ich, gleich erstmal in den Kisten drin. Und guck mal, wenn ich die Aufsätze habe, dass ich die Stifte dann fertig machen kann. Es ist so total unangenehm, aber passiert. Ich habe damit nur gerechnet. Und ich habe die schon nachbestellt. Die sind halt unterwegs. Ich denke mal, die werden auch nächsten Monat ankommen. Aber so lange kann ich halt mit den Stiften nicht mehr warten. Und ich habe leider bei den Stiften, als ich die jetzt die restlichen noch inseriert habe, nicht mehr dazu geschrieben, dass es keine Viereraufsätze mehr gibt. Das heißt, wenn ihr sagt, aber ich hätte gerne einen Viereraufsatz, dann ja, dann ist es so. Was ich vielleicht noch machen werde, ich werde euch nochmal anschreiben. Also die, die ich gleich vorlese. Vielleicht könnt ihr euch auch einfach melden und sagen, nee, für die Bestellnummer, das ist in Ordnung. Dann beziehungsweise ich schreibe euch nochmal an, ob es okay ist, dass ihr den Stift ohne Vierersetzer kriegt. Und dann sollte das vielleicht auch funktionieren. Und wenn ihr sagt, nee, ich brauche unbedingt einen Viereraufsätzer, dann müsst ihr kurz warten. Dann ist es halt leider so. Ich kann es dann leider nicht ändern. Ja, das ist ein bisschen doof. Also das war die letzte Bestellung, die wir direkt eingepackt haben. Die anderen Bestellungen, die jetzt kommen, sind reine Stiftebestellungen. Da ist auch der Rest noch nicht komplett fertig. Die packe ich dann auch nachher in Ruhe zusammen. Guck, was da noch fehlt, was ich noch brauche. Ich zeige euch aber trotzdem mal, was in der Bestellung drin ist. Und zwar haben wir hier eine Bestellung für die liebe Petra. Oh, ich glaube, hat die Petra nochmal bestellt. Ich gucke auf jeden Fall nochmal nach, ob ihr noch irgendeine Bestellung offen habt. Und dann verschickt ihr das natürlich auch irgendwie zusammen. Weil es bringt natürlich nichts, wenn ihr irgendwie die Sachen dann dreimal bestellt und ich die dreimal verschicke. Das will ich nicht. Das bringt auch überhaupt 0, gar nichts. Nee. Nee, es sieht alles gut aus. Ich glaube, sie hat es jetzt nicht nochmal bestellt. Okay, das heißt, aber ich gucke trotzdem nochmal nach, ob da noch irgendwas offen ist und dann passt das. Sie hat nämlich auf jeden Fall einmal den Baby Blue Water Dragon bestellt. Dazu kann ich euch auch was sagen zum Drachen, ne? Der Drache ist ja dieses Bild. Wartet. Dieses süße, schnuckelige Bild. So, der Drache ist, glaube ich, momentan ausverkauft. Es wird nochmal ein Mini-Nachschub geben, wenn die Sachen soweit alle durchgelaufen sind und ich noch weiß, ist da noch irgendwo eine Reklamation im Paket verschwunden oder sonst irgendwas, weil das ist natürlich immer so, eins auf Reserve ist natürlich immer gut. Nichtsdestotrotz habe ich noch ein paar Sachen, die ich noch prüfen muss und dann kann ich vielleicht noch so 2, 3 mit eckig freischalten und mit rund eventuell auch noch 1 bis 2. Die kommen dann auf jeden Fall noch und dann müsst ihr erstmal warten. Aber ich habe noch
klitzekleinen Bonus für die, die warten müssen. Den Drachen wird es auch mit 120 Farben geben bei der nächsten Runde. Da wird es den mit 120 Farben und mit 60 Farben nochmal in der Neuauflage geben. Und natürlich auch für Resteleinwände. Aber die Resteleinwände werde ich nur sehr, sehr sparsam bestellen, weil ich glaube, momentan gehen eher die Bilder mit Stein weg als nur als Resteleinwand. Aber nichtsdestotrotz ist immer in der Regel irgendwie was da. Also den gibt es dann auf jeden Fall auch mit 120 Farben und auch regulär mit Steinchen. Ja, das hat ein bisschen gedauert, weil wir natürlich die 120 Symbole irgendwie eruieren müssen. Und natürlich gibt es dann auch Symbole wie jetzt zum Beispiel hier so ein größer Zeichen. Das gibt es dann auch als kleiner Zeichen. Oder der Pfeil hier, ne, dieser Pfeil hier, den gibt es dann auch in verschiedene Richtungen. Also links, rechts, oben, unten, schräg, wie auch immer. Einfach nur, damit du Symbole hast, die gut zu erkennen sind, die du gut lesen kannst, die du halt auch gut auseinanderhalten kannst. Und natürlich das Lieblingssymbol von der lieben Nuts, die kleine PPP-Punktblume. Ja, ich liebe dieses Symbol. Das muss auf jeden Fall immer mit dabei sein. Das ist schon geil. So, genau. Und also ich habe geguckt, dass es möglichst keine Symbole irgendwie doppelt und dreifach, also wirklich doppelt sind. Also zum Beispiel der Pfeil mit nach rechts, dass der nicht doppelt ist. Es kann sein, dass es noch immer einen Pfeil gibt, der innen hohl ist, also innen leer, der nur so Outlines hat, aber das kann man erkennen, der ist nicht gefüllt, der gehört nicht dazu. Man kann die dann wirklich schon unterscheiden. Bei 120 Symbolen ist es halt nicht so einfach, weil man hat hin und wieder dann doch schon mal Symbole, die man halt nicht so gut auf einer Leinwand lesen kann. Ich habe versucht, lauter Symbole zu wählen, die man gut auf einer Leinwand auseinanderhalten kann und die man auch gut erkennen kann. Aber ja. Genau, also das mit 120 Farben wird es auch geben. Und ich kann euch allerdings auch keinen Preis geben, weil die sind teurer. Also die Bilder sind auf jeden Fall ein bisschen teurer, weil anstatt 60 Farben 120 abpacken, das dauert dann schon ein bisschen länger und das lassen die Chinesen sich natürlich auch bezahlen. Und dementsprechend wird der Preis ein bisschen höher sein. Ich kann euch aber nicht sagen, wie viel höher. Ob das jetzt nur 5 Euro sind, ob das 10 Euro mehr sind. Lasst euch einfach überraschen, aber ich denke, das ist auch okay. Ist ja auch ein Riesenbild. Damit habt ihr auf jeden Fall auch viel zu tun, auch mit 120 Farben. Aber auch mit 60 Farben ist das jede Menge zu tun. Also wer für sich für das 120-Farben-Bild schon mal freut und sagt, yes, gut, dass ich gewartet habe. Darf das gerne mal hier unten drunter schreiben. Vielleicht bin ich ja mal gespannt, wie viele sich da melden, die da Bock auf dieses Bild mit 120 Farben haben. Und ansonsten gibt es das ganz normal regulär mit 60 Farben. Und ich werde das auch nochmal in Runden nachbestellen, weil auch viele, viele Liebhaber für runde Steine bei mir im Shop sind. Und ich werde mich auch nochmal drum kümmern, dass die lieben Österreicher bald bei mir bestellen können. Also auch da bin ich dran. Nichtsdestotrotz kommt jetzt erstmal eine Rutsche Buchführung, weil die muss ich auf jeden Fall fertig machen, sonst tritt das Finanzamt mir auf die Füße. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen packen wir jetzt ein und nächste Woche muss ich mich dann um meine Buchführung kümmern, damit mein Steuerberater da auch werkeln kann und auch die Sachen dann schick rausschicken kann. Genau. So, ihr Lieben, machen wir mit diesem Stift hier weiter. Was haben wir hier? Was sagst du denn, liebe Petra? Ich liebe Glitzersteine. Du darfst auswählen. Die letzten Stifte waren spitze. Vielen Dank. Liebe Grüße, Petra. Petra, das freut mich sehr. Und wisst ihr, was ja noch lustiger ist? Ich hatte euch doch... Ja, für die, die in der VIP-Gruppe sind, seht ihr. Die, die nicht drin sind, ihr seht es noch nicht. Aber ich hatte letztens Stifte hergestellt. Die habe ich in der VIP-Gruppe gepostet. Ja, die waren sehr, sehr toll. Wenn ich das Bild finde und dran denke, dann stelle ich das euch hier rein. Ansonsten schreibt mal, dass ihr das Bild noch sehen wollt. Dann kann ich euch auch das als Community-Post machen. Die waren wirklich toll. Die waren wirklich, wirklich schön, die Bilder. Habe ich die vielleicht hier noch drauf? Kann ich euch das... Wartet mal. Kann ich euch das hier vielleicht noch zeigen? Habe ich die vielleicht hier drauf? Nein, leider nicht. Habe ich nur mit dem anderen drauf. Mit dem anderen habe ich es drauf. Ach Mann, oh, das ist doch fies. Das ist doch doof. Nee, ich habe es nur auf dem Handy, wo ihr jetzt auch gefilmt werdet oder wo ich euch filme. So, die Petra hat gesagt, sie liebt Glitzer. Was wollen wir denn da für Glitzer drauf machen? Also Glitzer heißt für mich eigentlich, ich würde hier, wenn sie wirklich viel Glitzer möchte, wisst ihr, was wir da auch drauf machen können? Glitzer, 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 Glitzer.
Glitzer. Aber die Frage ist, was für Glitzer möchtest du? Sieht die Farbe auf dem Stift geil aus? Ich weiß nicht. Ich weiß es doch einfach nicht. Auf jeden Fall. Was halten wir denn von so einem Grün? Das ist so ein Gelbgrün. Oh ja, oh ja, oh. Oh ja. Oh ja, wir gehen mit dem Gelbgrün. Petra, ich hoffe, du bist damit einverstanden. Wir haben ja hier auch so ein schönes Gelbgrün drin. Ich glaube, das ist richtig gut. Wo ist denn jetzt mein Schiffchen? Hier. So, einmal Farbe reinkippen. Und was müssen wir vorher machen? Genau, einmal Klebeband drauf. Ohne Klebeband wird das nichts. Wenn ich überlege, wie dick die Klebebandrolle war, als ich die gekauft habe und wie viel davon jetzt schon weg ist und die ist bald leer. Also was heißt bald leer, aber da ist also schon drei, ja, zwei Drittel sind davon schon weg von der Klebebandrolle, finde ich sogar mehr. Drei Viertel. Wenn man überlegt, die Rolle war mal so dick. So eine dicke Rolle war das mal. So, ja. Also die ist schon ordentlich leer geworden. Können wir mal sehen, wie viele Stifte wir da beklebt haben. Und ich hatte ja zum Anfang überlegt, ja, wie mache ich das? Wie klebe ich die Stifte? Wie klebe ich den Klebestreifen da drauf? Mache ich mir den irgendwo fertig? Und irgendwann bin ich da hingegangen und klebe das ja nur von der Rolle direkt drauf. Es ist viel, viel einfacher. Viel, viel einfacher. Viel, viel einfacher als irgendwie anders. Und deswegen mache ich das so, wie ich es mache. Man muss seine Mittel und Wege finden, wie das Ganze funktioniert. Und ja. Cool. So. Seid ihr denn gerade momentan fleißig am Painten oder sagt ihr, ich mache Sommerpause? Weil ich bin tatsächlich, ich hasse dieses Wetter, ne? Das ist für mich auch kein Wetter zum Painten, weil ich überall gefühlt mit meinen Armen festklebe. Und das ist für mich auch kein Paintwetter. Ich hasse das. Also ich weiß nicht, für mich ist das eher so ein Wetter, ich liege irgendwo und mache den Seestern. Bloß nicht bewegen. Weil sonst alles anfängt zu schwitzen. Beziehungsweise hier unten auch die Unterarme. Ne? Das klebt halt alles. Ich habe das jetzt auch hier am Tisch. Das ist nicht so angenehm. Und gerade beim Painten hat man das halt schon, finde ich, sehr, sehr häufig. Und ja, ich weiß nicht. Also irgendwie ist das... Wenn du im Keller dein Zimmer hast zum Painten, also so ein Kellerzimmer, wo es richtig geil kühl ist, könnte ich mir vorstellen. Aber leider ist mein Keller dafür nicht unbedingt geeignet. Wobei, wäre schon, also ich habe da richtig cooles Licht drin. Also vom Licht her ist es richtig geil im Keller. Ich habe richtig, richtig, damals als ich die Elektrik habe machen lassen, habe ich auch geguckt, dass im Keller richtig, richtig cooles Licht ist. Weil ich auf jeden Fall Lampen brauchte, damit ich auch in den Ecken was sehe. Weil wenn ich da irgendwas suche, da kann ich nicht mit einer Lampe hin und kann gucken, oh, was liegt denn da? Was sind denn das für Steine? Was steht denn da für eine Nummer drauf? Sondern ich habe richtig schön helle, große Leuchten bei mir im Keller. Ich kann euch aber vielleicht noch mal eine Kellertour machen, wenn der Keller ein bisschen aufgeräumter ist als jetzt. Aber ja, dann kann ich euch gerne noch mal eine Kellertour machen. Mittlerweile hat sich auch eine Spinne in meinem Keller einquartiert, so eine Opa-Langbein-Spinne hinten in der Ecke. Ich weiß nicht, wo die herkommt, weil eigentlich ist das, könnte von vorne reingekommen sein, keine Ahnung. Aus dem Kellerfenster kommt sie nicht, weil die Kellerfenster sind dicht. Ach, guck mal, wie schön das aussieht. Oh. Wie schön sieht das dann bitte aus? Also, wer diesen Stift mit der Nummer 1 noch haben möchte, mit auch genau dieser Farbe, der bestellt den Nummer 1 mit der Metallic-Farbe 3819. Ja, das ist die Farbe, die wir jetzt draufgeklebt haben. Richtig nice. Sieht richtig cool aus. Ein richtig schöne Farbe. Ich hoffe, Petra, dir gefällt die Farbe. Ja. Hättest du doch wieder erwarten sagen, sage so, na, ich bin mir nicht ganz sicher. Leg mir mal lieber noch einen Streifen dazu, dann kann ich es zur Not wieder abpiddeln. Mache ich natürlich dann auch, aber so erstmal der Plan. Also, das ist erstmal der fertige Stein. Der kommt jetzt wieder in die Kiste zurück. Und die Petra hat sich halt, wie gesagt, den Dragon noch bestellt.
Dann noch zwei Blümchen, eine Rose in rosa-blau mit Glitzer, ein buntes Glitzerblümchen und eine gelbe Rose. Also die Petra liebt Blümchen, finde ich sehr, sehr cool. Freut mich sehr, 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 sehr. Gut, machen wir weiter. Stifte. Achso, warum will ich das wegräumen? Das ist doch total überflüssig. Wir schauen mal. Wir haben hier auf jeden Fall auch noch einen Stift und mit der Nummer 9. Ich glaube, manche Stifte sind mittlerweile auch raus. Die gibt es nicht mehr. Und das ist eine Bestellung von der lieben Nathalie. Und sie möchte bitte rosa oder hellblaue AB-Steine. Ey, ich habe die passende Farbe für dich. Pah! Nathalie, was willst du mehr? Sie hat sich noch einen Tintenfisch bestellt. Sie hat sich einen Tintenfisch bestellt. Und zwar, wartet, ich zeige euch welchen. Und zwar so einen kleinen süßen Fratz in hellblau. Hellblau? Wartet. In blau. In blau hat sie sich bestellt. Also das ist jetzt einer in rosa. Aber den gibt es auch noch in vielen anderen Farben. In blau, in lila, in weiß, in gelb. Alles mögliche. Und sie hat sich den in blau bestellt. Oh, wie schön. Dankeschön, liebe Nathalie. Freue ich mich sehr. Sie hat sich noch ein blaues Schleifenkätzchen bestellt. Einmal die Variante eckig alt, also für die Diamond Painting Etiketten für Reststeine. Sie hat sich noch die alte Variante zweimal ausgesucht. Da konntet ihr noch wählen, weil ich habe noch ein bisschen von den Restbeständen gehabt. Also wer noch alte Etiketten schon mal hatte und sagt, ah, ich will die eben ausprobieren, ich finde die irgendwie besser. Oder sagt, ich habe jetzt die so viel, ich nehme den Rest noch mit, damit ich es alles gleich aussehend habe, der kann sich die restlichen auch noch holen. Und sie hat sich dann noch einmal Blütentraum ausgesucht als Release Paper. Habe ich das vielleicht sogar schon hier? Habe ich das vielleicht? Ja. Das heißt, deine Bestellung kann ich auch schon fertig machen, liebe Nathalie. Das heißt, guck mal, das ist dein Releasepapier, was du dir ausgesucht hast. Das kann ich da schon mal reinpacken. Da kommen die Magnete noch dazu, die Etiketten, und dann kann ich die auch tatsächlich fertig machen, weil ich brauche dein Releasepapier nämlich nicht mehr schnippeln. Aber wir machen jetzt deinen Stift fertig und du hast gesagt, AB-Steine. Ich habe die perfekte Farbe und zwar dieses Rosa 151. Ich liebe diese Farbe auf den Stiften. Ich liebe die Farbe einfach nur. Wirklich, ich liebe die Farbe. Wartet, ich brauche einmal drumherum kleben. Ich zeige es euch gleich. Wartet, wo ist der Anfang? Da. Ich liebe diese Farbe, weil die ist oben halt auch drin. Na, es geht ja von Blau ins Rosa und die rosa Farbe passt da so perfekt drauf. Die passt da so perfekt drauf. Weil es ist, das Coole ist, dadurch, dass es jetzt hier blau ist, ist es halt auch eine andere Farbe, wie der Stift selber in der Mitte hat. Und dementsprechend sieht das auch besser aus, als wenn wir da jetzt blau draufkleben würden. Würde auch funktionieren, gar keine Frage. So ein Türkisblau oder Blau würde hier auch funktionieren. Wäre auch mit AB nicht das Problem, aber der rosa Ton. Und dadurch, dass du gesagt hast, rosa ist für dich völlig okay, passt der wie Arsch auf einmal hier drauf. Passt mal auf. Passt mal auf. Ich liebe diese Farbe da drauf. Ich mache euch den Stift fertig und zeige ihn euch gleich. Warte mal, wo? Ich brauche den Anfang da. Die Farbe ist so genial. Wirklich. So, so cool. Und das ist ja das Schöne, ne? Also wenn wir jetzt so einen Stift haben, ich weiß nicht, wir können ja mal eine Zeigt-her-eure-Stifte-Aktion machen und theoretisch müsste man mal gucken, welche Farben wir mit welchen Stiften beklebt haben. Da kommen so viele verschiedene Varianten dabei raus, weil jeder sagt, ja, der eine möchte eher ein bisschen das haben, der nächste das. Viele überlassen mir ja auch die Auswahl, wo ich dann sagen kann, ja, okay, was finde ich denn jetzt ganz cool, wenn ihr mehr Stifte bestellt habt, dass wir dann auch so ein bisschen variieren können und nicht immer nur Metallic kleben oder nur Strass oder so, sondern auch mit AB oder mit Jelly oder mit diesem oder das. Wir können ja da einfach so ein bisschen variieren, was ich ja richtig cool finde. Und ja, dann haben wir also einen Stift, der hat aber, weiß ich nicht, 10 verschiedene Varianten beklebt zu werden. Also bei denen ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir natürlich auch Farben haben, die im Verlauf hier drin sind. Und natürlich, man will ja irgendwie, dass es auch passt. Also ich würde jetzt da kein Quietsche, was heißt Quietschegrün, würde auch gehen. Aber ich würde schon was Passenderes nehmen als irgendwie was. Ich würde jetzt hier zum Beispiel würde ich da dunkelblau draufkleben? Auch das würde funktionieren bei dem Stift. Bei dem Stift funktioniert relativ viel. Was jetzt hier vielleicht nicht so cool aussehen würde, wäre so ein Strassgelb, was so ein bisschen in die braune Richtung geht. So ein Gelbbraun, ne? Das würde jetzt hier zum Beispiel doof aussehen. Aber zum Beispiel Strassfarben in der Farbe würde zum Beispiel gehen. Oder Metallicfarben in sehr vielen verschiedenen Farben würde gehen. Hier würde sogar ein Lila drauf passen.
Also man könnte sogar ein Lila draufkleben oder ein Dunkelblau oder so. Das würde von den Farben her alles super gut funktionieren. Aber es kommt immer darauf an, was ihr möchtet, ne? Oder sagt ihr, ich will eher schlichter unterwegs sein oder nicht. Na, also wir könnten auch zum Beispiel einen AB Glow drauf machen. Das wäre dann so ein Weiß, was dann auch noch Lacht leuchtet. Oder nur 3865, das ist halt dann nur ein Weiß. Oder wir haben hier noch das Blau oder wir haben noch ein dunkleres Blau, das würde auch funktionieren. Es hat ein bisschen Kontrast zu den Pastellfarben, ne? Also vom Kontrast her funktioniert tatsächlich vieles. Was man hätte auch machen können, wäre zum Beispiel diese Farbe hier drauf zu kleben, die 3609, weil das halt auch so ein Rosa ist. Das würde auch gehen, aber du hast ja geschrieben AB-Farbe und von daher machen wir da auch eine AB-Farbe drauf und schaut mal bitte, wie wundervoll das aussieht. Also wenn das nicht cool aussieht, dann weiß ich es leider auch nicht. Ich finde es sehr, 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 sehr schön. Und liebe, liebe, liebe Natalie, wenn du das siehst, brauchst du einen Viereraufsatz? Bitte, bitte sag mir, dass du den nicht unbedingt brauchst. Ich schreibe dich auf jeden Fall an. Auch dich schreibe ich an, weil ich wissen muss, ob du unbedingt einen Vierer brauchst, weil besser ist es, wenn ihr den nicht braucht. Ich habe letztens auch eine Bestellung gehabt von wem? Von der Lea. Und die Lea musste ich tatsächlich fragen, ob ich ihr den Stift tauschen kann, weil ich den Stift nicht mehr da hatte. Das war aber einer aus dem Standardsortiment. Und ich hatte dafür noch einen anderen da, der auch super, super schön ist. Den hatte ich allerdings nicht mehr im Shop drin. Also ich habe irgendwie die Bestände vertauscht, warum auch immer. Ich kann es euch nicht sagen. Es kann passieren beim Ein- und Ausbuchen, weil ich ja dann auch immer noch Reste einbuche und ich habe mich dann vielleicht auch einfach vertan. Aber die Lea hat mir geschrieben, sie nimmt auch gerne den Stift und da war ich sehr, sehr, sehr erleichtert, dass ich jetzt einfach einen Alternativstift anbieten konnte und der ist auch wunderschön. Also Lea, ich habe dir ein Foto geschickt, also der ist auch wirklich, wirklich schön und also ich schreibe euch an. Wenn irgendwelche Probleme sind, dann schreibe ich euch an und da findet sich irgendeine Lösung. Und dann läuft das Ganze schon. So, also den Stift haben wir fertig. Ich finde ihn wunderschön. Der kommt jetzt erstmal da drauf. Dann machen wir die nächsten zwei Stifte. Nein, ein Stift. So, der nächste Stift ist ähnlich. Guckt mal, wir sind so ähnlich vom Farbverlauf. Seht ihr das? Also es ist nicht immer gleich, obwohl es das gleiche Filament ist, aber der Farbverlauf sieht ein bisschen anders aus. Also ihr könnt euch das so vorstellen. Hier so. Ne? So vom Farbverlauf. Seht ihr das? Und dann würde das jetzt so quasi wieder irgendwie so weitergehen, ne? So, machen wir den erstmal. Und das ist übrigens die Bestellung von der lieben Katrin. Und sie hätte gerne den passenden Pastellton für den Stift. Egal ob Fairy Dust oder AB-Steine. Wenn du magst, kannst du auch das DIN A4 Papier gerne fütteln. Dann brauchst du keinen so großen Karton. Ja. Tatsächlich, also wenn ich dir das A4-Papier teile, dann würde ich das eh nur halbieren, weil das Release-Paper-Album, was du bestellt hast, ist ungefähr A5. Das heißt, ich bräuchte das nicht komplett vierteln, das brauche ich nicht zum Verschicken. Aber ich überlasse dir das zum Schneiden. Also du kriegst schon einen großen Karton, das ist nicht schlimm. Es ist auch kein Riesenkarton, es ist halt ein A4-Karton und da passt auch alles rein. Also von daher macht ihr da gar keinen Stress. Das wird schon richtig verschickt. Auch wenn es super, super lieb ist, dass ich das teilen könnte, aber das mache ich nicht. Das ist ja alles schon, alles, das ist alles gut. So, wir brauchen eine Pastellfarbe. Sie hat geschrieben, sie hätte gern einen passenden Pastellton für den Stift. Egal ob Fairy Dust oder AB-Steine. Wir könnten natürlich denselben Ton nochmal nehmen, aber dadurch, dass wir hier noch nicht so viel Verlauf haben, würde ich hier gerne einen anderen Ton nehmen. In Fairy Dust? Puh. Fairy Dust. Nee, Fairy Dust habe ich hier nichts Schickes. Fairy Dust in Pastell, ist tatsächlich schwierig. Vielleicht habe ich hier noch von den alten Steinen irgendwas, was passen könnte. Ach, da hatte ich doch schon mal gesucht mit den Fairy Dust Steinen. Das war alles nicht so gut. Das war alles so suboptimal. Wir könnten die draufkleben, die 963. Die würde auch so ein bisschen in diesen Rosaton kommen. Was hat sie geschrieben? AB oder Fairy Dust? Mensch, Mensch, Mensch. Das macht es mir aber nicht einfacher, ne? Das macht es mir nicht einfacher.
ist noch Dingsbob. Noch Dingsbums. Noch Dingsbums, Dumsums, Dingsbums. Pastelltöne. Ich such mal, ich gehe mal in meine AB-Steinchensammlung, ob ich irgendwas in Pastell-AB noch habe, was in diese Richtung hier geht. Weil ich habe nichts, was so... Das Rosa möchte ich tatsächlich nicht nehmen, weil wir hier nicht den Bezug zum Rosa so richtig haben. 3756, das könnte man tatsächlich machen. Das ist ja ein ganz heller, hellblauer Ton. Aber da will ich vielleicht gucken, ob wir noch irgendwas in der Richtung so hellblau haben. Ich guck mal. Ich mache mich mal auf die Suche. So, ich glaube, ich habe was Cooles gefunden, was sich in die blaue Richtung entwickelt. Schaut mal. Einmal die 157, die ist so ein bisschen hier wie das Ende von dem Stift. Seht ihr das? Das heißt, das könnte man auch gut setzen, dadurch, dass die funkeln. Und einmal die 164, was so ein bisschen in diesem Farbverlauf von grün nach blau geht. Also ich glaube, das sieht beides gut aus. Aber ich weiß jetzt nicht, welches ich nehmen soll. Darauf ehrt man noch einen Schluck Kaffee. Prost Mahlzeit, ihr Lieben. Ich bin unschlüssig. Ich tendiere aber tatsächlich eher zum Grün. Wisst ihr warum? Wisst ihr warum? Könnt ihr euch das denken? Weil wir hier zu viel Blau haben. Und ich glaube, das Grün würde sich ein bisschen mehr absetzen. Jetzt muss ich so eine Tüte anfangen. Ich hätte ja auch einfach mal runter, ganz runter in den Keller laufen können. Aber soll ich etwas sagen, Leute? Nee. Ich fange lieber eine Tüte an und streiche mir gleich meine 12 Gramm durch. Anstatt runter zu laufen. Da habe ich keine Lust drauf. Also schaut mal, es ist sehr pastellig, ja. Aber ich glaube, es sieht gar nicht so schlecht aus. Schaut mal, so würde das Grün aussehen. Also man sieht es auf jeden Fall. Ich mache jetzt noch mal eins. Habe ich noch ein Schiffchen irgendwo? Nee, habe ich nicht. Ich muss was anderes nehmen. Ich habe eine andere Lösung. Wir schauen uns mal das Blau noch an. So. Es ist kein Schiffchen, aber es sollte erstmal so funktionieren. Also ich finde, das Blau geht tatsächlich ein bisschen unter. Unabhängig davon, dass wir jetzt die richtigen Steine wählen müssen. Ja, noch eine Nase dran. Ich will euch drei Steinchen nebeneinander setzen, damit ihr besser gucken könnt. Also das ist das mit dem Blau, aber ich finde, nee, das gefällt mir nicht so gut. Geht auch, weil es sehr zart ist. Es ist sehr, sehr zart. Es passt auf jeden Fall dazu. Ich finde aber tatsächlich, dass das Grün besser aussieht, weil es ein bisschen mehr Unterschied zur Farbe macht. Ich gehe mit dem Grün. Ich mache euch das Grün drauf. Aua! So, ich mache das Grün drauf. Grün, 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 Grün! Dann kann ich die Farbe gleich auch später mal einsortieren bei mir. Muss mir dann gleich nur die 12 Gramm wegstreichen, weil ich die jetzt aus meinem Bestand genommen habe. Ich hätte ja auch runter in den Keller rennen können und mir da einmal komplett mal durchgucken können, welche Farben ich da habe. Und dann aus dem Keller. Aber da ich da gerade hier oben sitze, habe ich jetzt keine Lust, um in den Keller zu rennen, ehrlich gesagt. Das sind zwei Etagen runter und zwei Etagen wieder drauf. Und ja... Das muss jetzt nicht unbedingt sein, oder? Das muss nicht sein. Nein, das muss nicht sein. So. Jetzt ziehe ich euch mal das Grün drauf und dann zeige ich es euch auch gleich. Es ist dezent, ja. Aber es soll ja... Es war ja auch der Wunsch nach Pastell, ne? Nach Pastell. Pastell ist nun mal ein bisschen dezenter. Aber es ist auch okay. Es ist auch völlig in Ordnung. So. Ja, was macht ihr sonst heute noch am Sonntag? Also ich bin ja gleich fertig. Dann werde ich das Video ganz schnell schneiden und für euch auch hochladen, damit ihr das nicht ganz so spät seht. Dann werde ich meinen Drucker noch ans Laufen bringen. Und dann werde ich noch weiter packen.
Und auch gucken, was sonst noch ist. Weil ich habe noch ein paar Bestellungen, wo ich noch nicht kontrolliert habe, ob die Zahlungen da sind. Weil die möchten natürlich auch rausgehen. Weil wenn ihr bezahlt habt, dann möchtet ihr natürlich auch eure Ware halten. Das heißt, auch da werde ich dann gucken, dass ich die Sachen dann so schnell wie möglich abarbeite. So, und ja. Ne? Also sagen wir es mal so. Es ist auch mit dem Grün dezent. Aber es passt sehr, sehr gut hier auf den Stift, ne? Also wir haben jetzt hier oben ist das Grün, dann fängt das Blau an, dann kommen wir nochmal mit diesem grünen Pastellrand und dann läuft das im Blau, ins Blau weiter. Es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich jetzt, als wenn ich jetzt das Rosa drauf gemacht hätte, aber ich finde, es passt besser vom Stift. Na, wir hätten auch so ein ganz zartes Lila nehmen können, was jetzt hier so ist. Es ist aber eher so, ist das Blau? Das ist so Blau-Lila, irgendwas in der Richtung. Das hätte auf jeden Fall mit dem Blau hätte das auf jeden Fall auch gepasst. Aber ich finde, das Grün sieht ganz cool aus. Also mir gefällt das auf jeden Fall ganz gut. Und ich hoffe, dir gefällt es auch. Und ja, bist auch glücklich damit. Weil das ist immer die Geschichte. Ich will ja auch, dass ihr glücklich seid. Und jetzt muss ich erstmal meine 12 Gramm durchstreichen. Sonst kann es nämlich passieren, dass ich das wieder in den Verkauf packe. Und das wollen wir natürlich nicht. Weil es ist ja schon benutzt. Das andere Tütchen können wir wieder wegpacken. Da ist ja wieder alles drin, haben wir ja nichts rausgenommen. Da haben wir nur geguckt. Wir haben nur geguckt, ob alles schick ist. Aber ansonsten haben wir da ja nichts gemacht. So, auch das kommt hier hin. Und ja, auch an die Katrin. Ich mache da die Bestellung auch noch fertig. Ich schreibe dich auch noch an wegen dem Viereraufsetzer. Du bekommst auch noch eine Mail von mir. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Vielleicht sagst du ja, ach komm, ich habe so viele Viereraufsetzer. Weil alle, die schon Stifte bestellt haben, die haben alle von mir schon Viereraufsetzer bekommen. Und die gibt es auch demnächst wieder. Allerdings gerade ganz, ganz aktuell gerade ist das halt ein bisschen schwierig. Deswegen bin ich da froh drum, wenn ihr sagt, ja komm, lass weg, ist egal, passt schon. So, und jetzt kommen wir zur letzten Bestellung. Das ist die Bestellung von der lieben Lea. Und die Lea bekommt diesen wunderschönen letzten Stift aus meinem Bestand. Und ich hatte tatsächlich mal geguckt, ob ich den noch als Muster hatte, den sie bestellt hatte. Habe ich tatsächlich noch nicht mal mehr als Muster. Und auch diesen schönen Stift habe ich nicht mal mehr als Muster bei mir im Bestand. Und der ist so unfassbar schön. Das ist so ein Blau-Lila mit Schwarz. Das ist so ein cooler Stift. Egal, die Lea hat jetzt sich den letzten geschnappt. Ihr könnt ihn leider nicht mehr erwerben. Es tut mir leid. Und die Lea hat auch noch ein bisschen Releasepapier bestellt. Deswegen dauert das auch nur. Weil ich glaube, ich habe nicht alles da. Also, den Stift hat sie. Dann hat sie noch ein Silbergold mit Ringen bestellt. Ein Stift. Dann ein Stift mit Farbverlauf. Einmal den Oktopus ist die 28. Aber lass uns mal hier drin gucken, was wir hier drin haben. So, 25, 34. Also kein Oktopus da. Was hat sie noch? Die 23, die niedlichen Katzenköpfe sind auch nicht da. Ja, leider die beiden Release-Papier, die sie bestellt hat, muss ich beide noch drucken. Da kommen wir nicht dran vorbei, liebe Lea. Deine Bestellung dauert also noch ein bisschen. Die kann ich leider nicht fertig packen, aber den Stift können wir fertig machen. Hast du einen Wunsch zu dem Stift? Liebe Janine, könntest du den Stift bitte mit einem dazu passenden Orangeton, vielleicht Fairy Dust oder als AB bekleben? Das wäre klasse, wenn es da nichts gibt. Dann sei einfach gerne kreativ. Vielen Dank und einen schönen Tag. Orange. Was hat sie geschrieben? Fairy Dust oder AB als Orange. Boah, Orange. Orange sehe ich da tatsächlich gar nicht. Orange. Du bist ja mutig, liebe Lea. Orange. Du bist echt mutig mit Orange, ne? Puh. Orange. Orange. Orange, orange, orange. Ich guck mal, was ich überhaupt als Orange habe. Wartet mal. Also, ich habe jetzt mal alles geholt. Wir können gleich gucken, ob wir das irgendwie da haben. Aber wir haben die Orangetone. Das ist so ein bisschen hellerer Orange. Also, wenn, dann würde ich es eher knallen lassen. Also, wenn, dann würde ich eher mit sowas gehen. Das ist mir zu zaghaft vielleicht. Ja, wird aber auch noch, ja. Also wenn sie orange will, würde ich eher die 740 nehmen. So, den lassen wir die bei mir, den packe ich nachher wieder weg. Und jetzt gucken wir mal in die Box rein, was wir noch an Orange haben für Fairy Dust, aber mit Dings. So, wir hätten jetzt so einen Orangeton.
Dann hätten wir die 740, das ist quasi adäquat zu dem Jelly. Der Jelly ist ein bisschen farbfroher als der Ton. Nee, wisst ihr was? Nee. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Liebe Lea, machen wir einfach nicht. So, machen wir nicht, Lea. Nö. Nö, machen wir nicht. Ich hatte noch irgendwo... Wartet mal. Meine Kiste ist eindeutig zu voll. Aber ihr habt die 740 nicht draußen. Das heißt, das ist jetzt unser Beutelchen. Wir machen hier einmal durchstreichen. Und Lea, du willst Orange? Dann kriegst du auch ein Orange. Und Orange, mit Orange meine ich Orange. Orange, ja? Orange, Orange. Du sollst Orange kriegen. Kriegst du so ein richtig schön geiles Orange. Und ich kann mir vorstellen, ich bin mal gespannt, wie es gleich aussieht. Wir prüfen gleich mal. Wir müssen den, glaube ich, aber fest... Ich glaube schon, dass das cool ist. Was ist halt mal was... Ist das was ganz anderes? Es knallt halt richtig, ne? Und du hast nicht gesagt, was für eine Fairy das du möchtest. Ob Jelly oder Resin hast du. Du hast nur Fairy das geschrieben. Edge Badge. Edge Badge. Edge Badge. Guckt mal. Guckt mal, wie geil das aussieht zusammen. Ah, doch, ich glaube, naja, noch. So, einmal. So, jetzt geht's hier los. Party geht ab. Die Party geht ab. Du willst Orange, du kriegst Orange und du kriegst ein richtig geiles Orange. Nicht hier so ein Abi, so ein Fairy Dust Abi Orange. Nein, du kriegst ein richtiges, schönes, kräftiges Orange, Orange. Das einzige Problem, dass man die Facetten hier sieht. Den nehme ich nochmal raus. Komm, geh raus. Dann habe ich den anderen rein. So. So, ach man, ihr seht nichts. Ihr seht doch nichts. Das ist das Problem, wenn ich das immer bei mir vor mich halte. Ihr seht das dann tatsächlich nicht. So. Und noch ein Steinchen da rein. Und dann sind wir komplett. Und, also wenn die Lea schon Orange möchte, dann kriegt die Lea auch Orange. Und dann kriegt sie so ein richtig schönes Orange. Orange. Also so ein richtiges schönes Orange. Ja, hat was. Es ist zwar nicht in der Farbe mit drin, aber dadurch, dass es so anders ist, ist es schon wieder irgendwie geil. Also es ist so richtig, richtig cool. Richtig schön orange halt, ne? Hat auf jeden Fall was. Also man sieht die Steinchen. Sie gehen nicht unter. Sehr cool. Also ja, Orangeton auswählen ist auch nicht so einfach, aber geht. Und ich finde tatsächlich dieses mit dem Goldglitzer besser, als wenn wir jetzt AB genommen hätten. Ich glaube, also AB wäre tatsächlich mit der Farbe auch gut gegangen. Aber ich finde tatsächlich diese Fairy Dust, weil es dann doch nicht ganz so schlimm ist. Also was heißt nicht so schlimm in Anführungsstrichen. Also du hast zwar diesen Orangeton, der natürlich schon ins Auge sticht. Aber durch diesen Goldglitzer wird das ein bisschen noch abgeflacht und hat halt trotzdem diesen schönen Glitzereffekt. Ja, ich finde es gut. Gut, cool. Gut, schick. Schick haben wir das gemacht. Wir haben das heute wieder gut hingekriegt. So, die anderen zwei Steine, die Farben kann ich wieder wegsortieren. Die kommen wieder in mein Lager. Ja, ich sollte vielleicht aufhören, immer aus meinem Lager zu greifen, die Steinchen rauszuholen. Ich muss die ja alle irgendwann wieder abfüllen und dann muss ich wieder neue Tütchen kleben. Anstatt wenn ich mir einfach nur ein Döschen von unten hole. Egal. Egal, macht euch da keinen Kopf drum. Alles gut. Aber auch die Lea werde ich nochmal anfragen wegen einem Viereraufsetzer. Ich glaube, das ist aber auch okay. Da muss mir die Lea gleich sagen, ob sie einen braucht oder nicht. Das heißt, die Sachen, die gehen jetzt erstmal kurz beiseite. Da frage ich euch jetzt nochmal an.
Das schickt, kriegt ihr doch mal eine E-Mail von mir. Und dann kann ich das machen. Die Box, die geht natürlich auch wieder in den Verkauf. Da haben wir jetzt ja nur geguckt wegen der Farbe. Die wandert auch wieder zurück auf meinen Stapel. Und ansonsten sind wir somit eigentlich schon schick. Also wir haben jetzt nichts mehr, was wir noch machen müssen. Falls ihr noch irgendwo eine Bestellung habt, wo ihr geschrieben habt, ich hätte gern auch im Einpackvideo, kommt in der nächsten Woche. Die werde ich wahrscheinlich Montag oder Dienstag aufnehmen. Ich muss mal gucken, wie ich das mit den offenen Zahlungen gemacht habe. Ich hoffe, da sind jetzt nicht so viele Einpackwünsche. Ich weiß, dass zum Beispiel von der Mandy noch ein Einpackwunsch da ist. Mandy, dein Paket muss ich halt leider später machen, weil ich da noch ein bisschen was zusammensammeln muss. Ansonsten, ja, wie gesagt, es ist schon viel frankiert. Das geht am Montag raus. Also Montag muss der Postbote echt was mitnehmen. Wenn Montag, gesetzt im Fall, da nichts kommen sollte, wenn kein Paketbote kommt, dann gehen die leider erst Dienstag raus. Aber da sind mir leider auch die Hände gebunden. Theoretisch kommen sie Montag, wenn sie einen Abholauftrag haben und wenn sie den halt auch im System haben. Ich stelle den zwar, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass für Montag nicht immer der Abholauftrag da ist. Naja, da kann ich halt auch nichts machen. Ich muss mich darauf verlassen können, ansonsten muss ich mal mit der Post reden und sagen, ja, der Postbote hat gesagt, er war kein Auftrag da. Wo war er denn? Am Montag ist halt keiner gekommen. Weil das ist natürlich schon blöd, wenn ich dann erwarte, dass am Montag die Sachen abgeholt werden. Und wir müssen überlegen, ich packe ja Montag auch nochmal. Und dann haben die Dienstag dann den ganzen Wagen mit meinen Paketen voll. So ist es ja, das ist ja nicht geplant. Also normalerweise hätten ja am Montag einen Schwung abgeholt, am Dienstag einen Schwung, das wäre aufgeteilt gewesen, ne? Und wenn die jetzt Montag nicht kommen und die nehmen Dienstag alles mit, dann ist es natürlich umso mehr, was sie mitnehmen müssen, ne? Es ist natürlich immer ein bisschen blöd und auch kontraproduktiv, auch für die Postboten nicht schön, aber ich kann es nicht ändern. Weil wenn es angemeldet ist und es kommt halt keiner, was soll ich machen, ne? Bringt mir ja nichts. So, weil wir haben auch nicht wirklich eine gute Postfiliale, wo wir es halt wegbringen können, ne? Das ist halt auch leider hier nichts. Das ist leider ein bisschen doof. Und Packstation geht halt nicht, da passen keine großen Pakete rein. Und Warenpost kann ich da auch nicht reinpacken. Das geht halt leider auch nicht. Also das, ihr seht schon, es ist nicht so einfach. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass das mit der Post im Regelfall klappt. Aber wie gesagt, letzte Woche gab es halt leider keinen Abholauftrag, weshalb die ganzen Pakete erst Dienstag rausgegangen sind. Und dann war es halt ein bisschen mehr. Und ja, jetzt am Samstag, das war halt blöd gelaufen. Das war doof, ne? Kann man halt auch nichts machen. Weil manchmal ist die Post schon Samstag sehr, sehr früh da. Dann sind die schon um 10 Uhr da. Manchmal sind die erst um 12:30 oder um 1 Uhr da. Es ist total unterschiedlich. Aber es ist auch unter der Woche unterschiedlich. Weshalb es ja auch cool ist, dass ich im Homeoffice bin, dass ich dann eben an die Tür gehen kann und meine Sachen abgeben kann. Das geht ja auch in der Regel. Es dauert das 3 Minuten, 4 Minuten, quasi eine Pinkelpause. Und dann sind die Sachen weg, ne? Weil die Postboten laden das ein, drucken es aus, fertig, weg. Ne? Also das geht mittlerweile auch rucki zucki. Diese haben da auch richtig Übung drin. Aber ja, was soll ich machen? So ist das halt. Ne? So ist das halt. Wir machen das Beste draus. Was anderes können wir nicht machen. Habe ich sonst noch was ich euch sagen wollte? Nee. Also wie gesagt, bei dem Washi-Tape könnt ihr ganz entspannt einkaufen. Da müsst ihr euch nicht beeilen. Könnt ihr es einmal bei der nächsten Bestellung mitnehmen. Das ist total entspannt, total easy. Und ansonsten, ja, ne, freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr irgendwie was habt, dann schreibt mich bitte gerne an. Und da finden wir dann schon irgendwie was, ne? Also das ist halt alles ganz entspannt, sagen wir es mal so. Ja. Gut. Ihr Lieben, das war's von mir. Ihr kriegt jetzt auf jeden Fall noch eine Mail. Die letzten, mit denen ich die Stifte gepackt habe. Ihr bekommt auf jeden Fall jetzt noch mal eine Mail. Vielleicht habt ihr die, wenn ihr das Video seht, schon bekommen. Und ja, also das werde ich auch mit dem Rest von euch machen müssen. Also überall, wo ich noch Spitzen, wo ich keinen Viereraufsetzer mehr habe. Ja, ich guck mal, ob ich auf die Schnelle irgendwo noch welche auftreiben kann, die dann vielleicht Mitte nächster Woche dann schon da sind. Aber so lange möchte ich mit den Bestellungen nicht warten. Wisst ihr, ich meine, ich will die ja auch weghaben und ihr wollt die ja auch haben. Deswegen finde ich es immer blöd, wenn ich die dann irgendwie so lange liegen lassen muss. Wegen sowas. Das reicht immer schon, wenn die so lange liegen, weil dann noch irgendwie Release-Papier geschnippelt werden muss. Ne? Also das allein schon ist immer ein bisschen doof, aber ja, das ist halt einfach so. Soll ich euch mal noch mal ein bisschen was zeigen, was wir noch an Release-Papier da haben? Was ich auf jeden Fall noch auf Lager habe? Schaut mal. Also ich schaue mal einmal durch. Ich mache das mal im Schnellverfahren. Passt mal auf. Ich habe jetzt hier noch eine ganze Rutsche in der Kiste, die noch verfügbar sind, wo ihr dann auch Glück haben könntet, wenn jetzt nicht noch jemand anders schneller ist, dass die direkt verschickbar sind. Also wir haben
die Axolotl, die lila Blümchen, wir haben die Mausbeeren, sage ich jetzt mal, die kleinen Erdbeeren, wir haben noch einmal die Schildis, wir haben noch einmal die bunten Hasen, die Kakteen, das Leo-Muster, das Eis. Aber wartet mal. Das Eis ist aber B-Ware. Das Eis nehme ich mal raus. Vergesst das Eis bitte. Da sind irgendwie Druckstreifen drauf. Wir haben noch einmal die Chula-Fuchs. Dann haben wir die pink-weißen. Ich meine, das ist auch so schön, ne? Ich habe überlegt, ob ich da mal mit ein bisschen mit Holo experimentieren sollte mit dem Motiv, weil das ist so, so schön. Egal. Avocado-Liebe. Dann halt das Grüne, das Graue, das Gelbe, Marmorpapier, dann den blauen Waschbären, den lila Waschbären haben wir sogar zweimal da. Dann haben wir noch ein bisschen was von Valentinstag da, noch mehr von Valentinstag und noch mehr von Valentinstag. Also ihr seht die Nummern immer hier unten, dann könnt ihr dann mal gucken. Die 78, die 60, die 62 haben wir nochmal da. Das ist die 64, die 65, dann haben wir ein bisschen Osterpapier noch da, die 67 und die 68, die 69, die 70, dann haben wir die 72 nochmal da, die 73, die 74, sogar zweimal, die 76, die 78 und die 79. Also wenn ihr davon was haben wollt und sagt, ha, ich nehme doch das, was direkt da ist, dann könnt ihr direkt zugreifen. Aber wenn jetzt natürlich zwei von oder drei von euch kommen und sagen, ach, ich nehme das und das und das, dann kann es natürlich sein, dass das bei dem einen noch verfügbar ist, aber für den nächsten dann nicht mehr, dann muss ich es nachschneiden. Aber wie gesagt, ich gebe mir allergrößte Mühe, dass ihr da nicht ewig lange auf eure Bestellung warten müsst. Aber wenn ihr irgendwie noch eins habt, was dann halt nicht geschnitten ist, ich schicke keine zwei Teile raus, dann müsst ihr halt ein bisschen warten, dass ich euch das fertig machen kann. Genau. Gut. Ihr Lieben, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Sonntag. Dankeschön, dass ihr wieder mit dabei wart. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, wer im Strass-Regenbogen haben will, kann das auch reinschreiben. Also wir haben jetzt einen Strass-Regenbogen, wir haben einen Metallic-Regenbogen und mal gucken, was könnten wir denn noch machen? Neon-Regenbogen kriegen wir mit Sicherheit auch hin. Und ansonsten AB-Regenbogen müssten wir vielleicht auch mal hinkriegen. Dann müsst ihr mal gucken. Wenn euch das interessiert, dass wir mit AB-Farben einen Regenbogen machen, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dann ist das unser Thema fürs nächste Einpack-Video, dass ich mit euch einen AB-Regenbogen mache. Was haltet ihr davon? Also, ihr seid jetzt gefragt, wollt ihr nicht? Weil wenn ihr keinen Bock darauf habt und es eh nicht bestellt wird, dann würde ich es auch weglassen. Dann würde ich mich auch da gar nicht drum kümmern. Hahaha. also... Ihr dürft natürlich auch gerne weiter bestellen und wie gesagt, es kommen noch mal ein paar Drachen rein, nicht mehr die Menge und bei der nächsten Nachbestellung sind auch Drachen mit 120 Farben dabei. Also wenn ihr lieber auf die Variante mit den 120 Farben spekuliert, dann müsstet ihr noch ein bisschen Geduld haben. Legt euch das Gelb beiseite und dann könnt ihr dann direkt zuschlagen, wenn der Drache wieder da ist. Ne? Ihr Lieben, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Sonntag. Lasst euch nicht ärgern, habt Spaß bei dem, was ihr auch immer tut. Horride und fette Beute, bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder, wenn ihr mögt, wenn du mögst, wenn ihr mögt, wie auch immer. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.